Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich ein Studio. Habe ich mich verdrückt? Moin Moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. Jeff ist leider nicht dabei, zumindest nicht auf der Strecke, was sehr, sehr schade ist. Platz 4 in der Gesamtwertung, wenn ich es richtig gesehen habe. Da wäre nochmal eine gute Möglichkeit gewesen, heute wieder ein bisschen ranzukommen. Leider nicht dabei, dafür im Chat. Also Jeff, ja, dann kannst du wenigstens zuschauen, was die Kollegen dann hier so treiben. Kollegen gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele heute. Sind nämlich hier 37 Autos. Heute beim 6. Rennen, beim Hove Sprint Cup sind wir ja unterwegs. Also sind jetzt hier so knapp über die Hälfte der Season. Unterwegs. Hier im Hintergrund seht ihr gerade noch den Führenden der Gesamtwertung, Lukas Berghold. Ja, der hat bis jetzt tatsächlich immer auf dem Podium beenden können, das Rennen. Mal gucken, ob das heute auch so ist. Aktuell läuft noch das Qualifying, 17 Minuten. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir auf die Strecke. Das nächste Rennen leider auch nicht. Eieiei. Mensch, man muss aber hoffen, dass da nochmal was passiert da vorne. Mal wahrscheinlich für ganz vorne wird es wahrscheinlich schwierig. Berghold Monz sind da ja schon ein gutes Stückchen weg auf der 1 und auf der 2. Aber den Chris, den wird es auf jeden Fall noch bekommen. Ja, dafür werden sich dann die Anwärter der Guerra und so weiter wahrscheinlich, ja, ein bisschen freuen. Die könnten auf jeden Fall, ja, ein bisschen wieder was gut machen. Aber schauen wir dann mal, vielleicht kannst du den letzten Rennen nochmal ein bisschen was rausholen. Ja, also wir sind jetzt im Qualifying unterwegs. Die Zeiten werden jetzt hier demnächst so reintrudeln. Wir haben ein bisschen Zeit, uns mal die, wie viele Fahrer waren es jetzt? 38, 37 Fahrer anzuschauen. Also richtig, richtig viele Piloten heute auf dieser, ja, schönen Strecke hier auf Barcelona sind wir unterwegs. Hier sehen wir gerade Oliver Braun, HQTH Sim Racing. Der fährt hier mit einem McLaren. Sehr, sehr schön lackiert hier in den, ja, Teamfarben. Kennen wir, glaube ich, von ein, zwei anderen Autos ebenfalls noch. Hier momentan auf einer gültigen Runde unterwegs. Hat noch keine gezeitete. Deswegen warten wir da. Wir gehen weiter zu Pierre Brückner. Der hat die Nummer 4. Das ist hier der Aston Martin von Sharks GT Racing. Hier im Aston Martin gerade unterwegs auf der 6. Position. Hat also schon mal eine gültige Runde absolviert. 0,8 Sekunden nach ganz vorne. Stefan Moll auf der 1, Daniel Andersen und Patrick Schröter auf der 3. Lukas Berghold, wie gesagt, der Führende der Gesamtwertung und der Goldwertung. Gibt ja auch noch eine Silber- und eine Bronzewertung. Ist hier auf der 5 unterwegs. Dann nochmal Peter Buchholz für Soapbox Racing mit der Nummer 5 im BMW. Da fehlt auch noch eine Zeit, also da müssen wir uns noch mal ein bisschen gedulden. Ist aber schon im letzten Abschnitt unterwegs. Der beginnt hier vor der Haarnadelkurve. La Caixa heißt die. Da werden wir, denke ich, heute einige Überholmanöver und Versuche sehen. Hoffentlich keine allzu sehr vielen Dreher hier. Auch in der Schikane sehen wir hier diese hohen Wurstcurbs. Ja, die muss man schön umschiffen hier. Aber auch da sehen wir gerne mal Angriffe, freiwillig und auch unfreiwillig. Gerne mal Dreher. Und dann geht es hier Vollgas auf die Startziel. Schauen wir mal, was der Peter Buchholz auf die Strecke bringt. 2,8 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Denke mal, da wird noch ein bisschen was gehen. Mario Elderly haben wir hier im Aston Martin. Ohne Teamnamen hier zumindest mit der 007. Ja, wahrscheinlich deswegen kein Teamname. Ist hier mal inkognito unterwegs. Auf der 16 im Moment. 1,4 Sekunden hat er hier Rückstand. Diese Runde sehen wir auch keine Verbesserung. Jürgen Hofmann, der fährt für Team Oggi Oberfranken-Coburg. Das ist der BMW mit der Nummer 8. Auch er jetzt im letzten Abschnitt unterwegs. Hat schon eine gültige Runde gesetzt. Diese Runde lief auch nicht viel besser. Zumindest bis jetzt nicht. Mal gucken hier in den letzten Kurven. Kann man mal ganz viel nochmal gewinnen oder verlieren. Vor mir mit der Schikane und auch diese Rechtskurve. Heißt Europe Car, meine ich. Da sehen wir nicht ganz getroffen hier. Bisschen abschüssig, deswegen kriegt man gerne mal ein bisschen Oversteer beim Rausbeschleunigen. So, dahinter könnte Patrick Schröter sein, die 292. Das ist Patrick Schröter. Na, der wird jetzt hier auch nochmal eine Zeit hoffentlich setzen. Hofmann auf jeden Fall mit keiner Verbesserung, wie wir sehen. Und dann gehen wir mal wieder an den Anfang der Startzielgeraden. Daniel Arning haben wir für RM Motorsport. Sehen wir im Ferrari ein Fahrzeug, was hier auf jeden Fall, ja, doch relativ gut gehen sollte. Aber schauen wir mal, muss man auch umsetzen können. Crash Dingens, moin. Schön, dass du da bist. So, Daniel Arninger so mit der 13, Platz 27 im Moment. Dann gehen wir weiter zu einem Lamborghini, aber auch ein, zwei Stück damit bei heute. Freibeuter Racing Team mit der Nummer 15 ist das hier. Kommt gerade über die Linie mit 0,4 Sekunden im Delta. Reicht hier aktuell für Position 18. Ja, also die direkten Gegner alle nicht weit weg. Das fällt insgesamt natürlich ein bisschen auseinander. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier, 13 Minuten. Und wir sehen noch viele, viele grüne Deltas hier bei den Fahrzeugen. Dann gehen wir mal zu Dennis Keser. Der ist für BFR unterwegs im AMG. Kommt da gerade aus der schnellen Rechtskurve raus. Auch da aufpassen mit dem Exit. Holt man sich gerne mal einen Cut. Jetzt geht es hier zur besagten Haarnadelkurve. Anbremsen. Und da sehen wir schon einer leicht überschossen. Ich glaube, das war ein Lamborghini. Aber hier im Rennen wird es auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant werden. Genauso wie in den ersten drei Kurven, sage ich mal. Drei, vier Kurven. Da sehen wir es ja auch anderswo mal, dass es da gerne mal kracht. Daniel Hofmann für Hovesim Racing im Audi.
sehen wir hier mit der Nummer 21. Position 20, eine Zehntel hat er und Delta. Ja, wir sehen es da. Da fehlen nicht mal 2 Hundertstel, um 2 Positionen zu gewinnen. Also hier musst du wirklich jede Hundertstel, jede Zehntel mitnehmen, wenn du hier möglichst weit vorne landen möchtest. Schauen wir mal, wo es hingeht. Dann gehen wir zu HyperX Racing Luxemburg 2. Chris Heyer, das ist der Dritte der Gesamtwertung. Ja, tatsächlich Dritter, aber noch nicht einmal auf dem Podium. Beste Platzierung war letztes Mal genau auf dem Hungaroring Platz 5. Davor Platz 6, davor Platz 9, davor zweimal Platz 8. Also immer in den Top 10, aber nie ganz vorne gewesen. Aber insgesamt hat es doch in Summe gereicht, da konstant in den Top 10 zu fahren und sich auf der dritten Position zu behaupten. Und ja, wie gesagt, Jeff Ewerts auf der 4 fährt ja nicht mit. Deswegen hat er da erstmal ein bisschen Luft nach hinten. Aber die ganzen anderen Verfolger sind auf jeden Fall heute mit dabei, was ich so gesehen habe. Dann kommen wir zum Zweitplatzierten der Gesamtwertung. Stefan Mons, auch hier der Zweitplatzierte, ist hinter Lukas Berghold, der inzwischen mit einer 1:43.280 sich an die Spitze gesetzt hat. Und das relativ deutlich, im Moment zumindest noch. Wir haben es gerade gesehen vielleicht, Stefan Mons hat denn da 2 Zehntel im Delta. Im Moment ist es 1 Zehntel hier mit dem Porsche. Ja, schauen wir mal auf der Geraden, wird es relativ ungemütlich. Aber vielleicht hier in den etwas kurvigeren Sektionen kann er wieder ein bisschen was rausfahren hier. Ganz, ganz wichtig für die Stadtzielgerade, dass er da ein bisschen Luft nach hinten bekommt, wenn er da im Genick haben sollte. Wir sehen hier wieder 2 Zehntel. Also das könnte heute vielleicht ja, ein Duell da vorne geben. Wie gesagt, der Ferrari geht ja relativ gut auf der Strecke. Und Lukas Berghold fährt ja den Ferrari. Hat er selber gesagt, vorhin noch im Stream, dass es eigentlich die Strecke, ja, wo er mit die besten Chancen eigentlich haben müsste, was so die Streckenfahrzeugkombination angeht. Der war ja bisher immer auf dem Podium, der einzige Fahrer. Und ja, auch er bleibt hier momentan noch auf der 1, der Lukas, denn Stefan hier ganz, ganz knapp dran gescheitert, 37.000stel. So, dann gehen wir zu Falken Moritz rüber. Mit der Nummer 46 ist er am Start im BMW M4. Platz 14, gerade auf einer Outlap unterwegs, also da erwarten wir jetzt erstmal keine Verbesserung. Jakob Hausinger, DOD Racing Hove, nee, nur DOD Racing, sehen wir hier auf der Seite aufgeschrieben, der BMW M4, Platz 26. Daran wird sich jetzt wahrscheinlich was ändern mit seinen 2 Zehntel. Ja, da geht es nochmal 3 Positionen nach vorne, Platz 23, aber auch hier, ja, da fehlen 1, 2 Zehntel, dann geht es nochmal eine Handvoll nach vorne. Also der wird motiviert sein, nochmal ein paar Runden zu drehen. Hälfte des Qualifyings hat er ja noch Zeit. Dann haben wir Daniel Andersen, BB Racing. Ja, ebenfalls ein BMW. Ja, der ist ja auf der 4 unterwegs. Guck mal kurz, wo ist der denn in der Gesamtwertung? Auf der 11. Letztes Rennen sogar gewonnen, sehe ich gerade. Ja, sehr, sehr interessante Historie, oder Historie heißt das, in dieser Season. Erstes Rennen P3. Einmal DNF, einmal Did Not Start, einmal 0 Punkte vorletztes Rennen und letztes Rennen wiederum gewonnen. Also entweder ganz oben oder gar nicht sozusagen. Ja, wäre der Konstanter da vorne irgendwo gelandet, hätten wir vielleicht noch einen mehr, der da vorne ja um die Gesamtwertung kämpft. Wir sehen es hier ja auch wieder, ist er auf der 4. Position wieder gut mit dabei. Schauen wir dann mal, ob er sich heute vielleicht ja, auch wieder ein Podium zumindest holen kann, hier auf Barcelona. So, dann gehen wir weiter zu Danny Anwand. Der kommt gerade aus der Box, hat auch schon eine Zeit gesetzt. Platz 25 im Moment, hat er einige Fahrzeuge gerade vor sich. Hier sehen wir ihn, Panther GT Racing, die 52. Die werden sich, denke ich, auch mal Platz lassen nachher. Ist ja doch recht gut besucht hier heute, das Rennen. Aber wir sehen es auf der Karte. Die meisten haben doch so ein bisschen Lücke nach vorne, nach hinten. Da sollte eine gute Möglichkeit sein, ja, eine gute Runde hinzulegen. Philipp Apeltauer, da haben wir den nächsten Porsche mit der Nummer 54, der Österreicher Unicorns Trans World, auf der 31 gelistet im Moment. Ja, eine Zehntel hat er. Ja, da fehlt aber nochmal, ja, jetzt hat er 2 Zehntel, wollte gerade sagen, das Doppelte, das Dreifache, um zumindest mal mit Dennis Käser und Peter Buchholz gefährlich zu werden. Also da muss er nochmal ein bisschen was auf die Strecke bringen. Gerade in der Wirtkurve unterwegs. Auch keine einfache Kurve hier. Rechts, der Rechtsknick. Kommt man gerne mal zu weit raus, wenn man die Linkskurve nicht ganz so gut trifft. Und auch da holt man sich schnell mal einen Cut. Also würde mich wundern, wenn wir heute gar keine DTs sehen. Aber ja, wenn es gut läuft, sehen wir gar keine. Eine Strafe werden wir nachher gleich am Anfang haben. Dürfte auch das Fahrzeug sein, was noch in der Box stehen müsste. Die 85 ist das nämlich. Er hat nämlich eine Qualifying-Sperre sowie eine, ich weiß jetzt, SG30, glaube ich, war es, die er hier dann in den ersten 3 Runden im Rennen absitzen muss. Also das wird heute schwierig, da wirklich viel zu holen. Zumindest, ja, sieht es im Moment so aus, aber kann noch einiges passieren. Dann haben wir Detlef Kep, das ist ein weiterer Hove Sim Racing Pilot. Hove Sim Racing 2, um genau zu sein, heißt hier das Team, ja, auf einer starken 3. Position, der Honda Pilot mit der Nummer 67. Aber auch er, ja, gerade nicht im Begriffen, da die ersten beiden gefährlich, oder den ersten beiden gefährlich zu werden. Die scheinen da wieder ihre eigene Pace gehen zu wollen, zu können. Mal gucken, ob die am Start dann heil durchkommen durch die ersten Runden. Und dann sehen wir da vielleicht wieder einen schönen Zweikampf.
So, mal gucken, ob wir alles schaffen hier. Die Nummer 71 haben wir. Das ist der nächste Honda. Das ist der Alex Cruz. Der fährt hier mit der 71 rum. Auf Platz 17. 0,0 Sekunden im Delta. 0,1. Also da geht noch so ein bisschen was. Na, ich weiß, ob er mit dem Top 10 liebäugelt. Das ist doch schon fast eine halbe Sekunde. Aber wer weiß, vielleicht hat er irgendwo noch mal einen kleinen Schnitzer gehabt. Hier im Moment, ja, plus minus null im Moment. Alex Langhorst dafür auf der 19 auf einer Outlap unterwegs. Auch eine sehr, sehr schöne Livery, wie wir sehen beim Honda-Piloten. PS Lieferservice Kiel sehen wir hier. Ich glaube, das zweite Fahrzeug vom Team sehen wir jetzt hier heute auch in der Würth-Kurve. Aber wie gesagt, kam gleich aus der Box. Genau wie Daniel Peis, Suicide Crew, der BMW, der sich jetzt hier auf den Weg macht. 1,7 Sekunden Rückstand, Platz 21. Ja, sollte eine ganz gute Lücke gerade gefunden haben. Da kommen 1, 2, 3 Fahrzeuge auf der Geraden. Also hier kann er sich wunderbar einsortieren. Wir gehen weiter zu Matthias Weggel, Uwe Sim Racing mit der 76, 9. Position. Auch da kann ich mal kurz schauen, wie es denn bis jetzt lief. Huch, jetzt habe ich die Tabelle weggemacht. Sehr schlau. Muss kurz laden. Wo ist er, wo ist er? Moment, Moment, ich hab's gleich. So, Computer macht gerade Sachen. Ja, suche ich gleich raus. Auf jeden Fall gar nicht so schlecht unterwegs gewesen. Ich glaube, die letzten Rennen auch immer so Richtung Top 10 gefahren, wenn ich mich richtig erinnere. Thomas Scheffert, das ist die 85, die leider kein Qualifying fahren darf und dann gleich auch eine Strafe absitzen muss. Michael Haaf jetzt für Freibeuter Racing, der zweite Lamborghini vom Team. Auch insgesamt der zweite Lamborghini heute hier gerade aus der Box fahrend. 1,3 Sekunden Rückstand. Ja, die eine Sekunde Marke exakt bei Position Nummer 12. Daniel Arning hat die nämlich gerade inne. Dann haben wir Peter Littner, CDL Digital Motorsport, in der Würth-Kurve gerade Platz 15. Auch da kriegen wir jetzt noch keine aktuelle oder verbesserte Zeit. Der ist auch gerade erst aus der Box rausgefahren. Im Moment auf der 15 unterwegs. Eine Position weiter vorne, Jason Götz, Fuchs Racing. Ja, ein Lexus, den war auch nicht mehr so häufig, muss man sagen. Klingt sehr, sehr gut. Das Fahrzeug auf der Geraden auch bestimmt oder mit Sicherheit die Stärke vom Fahrzeug. Also mal sehen, Stadt hier gerade wird recht interessant sein, was er da vielleicht... ja, hinbekommt. So, Matthias Weggel. Ah, jetzt habe ich ihn. Ja, Platz 10 in der Gesamtwertung. Ist letztes Rennen auf der 8 gewesen. Davor, ja, Top 20 mal in den Top 10 dran. Jetzt habe ich es wieder. Also, der vierte der Silver-Wertung sozusagen. Zehnter insgesamt mit 85 Punkten. So, wir gehen zum Marius Zahner rüber. Marius Zahner, das ist der Führende der Bronzeklasse insgesamt auf der 18. Bestes Ergebnis war bisher P12 auf Watkins Glen. Das war vor 2 Rennen, sprich ein Monat war das. Hier der BMW von HQTH Sim Racing mit der 169 hier auf der 28. Ja, ziemlich genau 2 Sekunden hinter der Spitze. Dann haben wir Dominik Freitag dabei, die 222 Suicide Crew, also der Teamkollege von Daniel Pei, der auf der 25 gerade fährt. Hier im Porsche, ja, gerade hinter dem Führenden, aber auch gerade aus der Box gekommen. Dann haben wir den nächsten McLaren, Benedikt Gavlicek, der war das Watkins Glen, meine ich, ein bisschen Pech hatte. Ich weiß, ob es ein Disconnect war oder irgendwie ein technischer Defekt, aber der war da auch auf einer guten, guten Position unterwegs. Und hier, ja, in Anführungsstrichen nur Platz 14 mit seinem McLaren. Aber es ist gerade noch in Arbeit, hier die 1-Sekunde-Marke mal zu unterbieten. Eine Zehntel hat er im Delta, bisschen über 1 Sekunde hängt er hinterher. Aber wir sehen hier die ersten 13, 14, 15 Autos, also nicht ganz die Hälfte innerhalb von 1 Sekunde. Wobei man natürlich oben rausrechnen muss, die ersten beiden nochmal fast 1/2 Sekunde weg. Also ab Platz 3 ist es tatsächlich sehr, sehr eng. Marc Mahui, der steht gerade in der Box für Howe Sprint. Weißt du, ob das der Teamname ist? Ich nehme mal an, nicht. Auf jeden Fall mit der 247 ist er am Start. Platz 36, 5,2 Sekunden Rückstand. Mal sehen, ob der Audi-Pilot gleich nochmal rausfährt und hier vielleicht nochmal ein bisschen ins Mittelfeld fahren kann. Patrick Schröter hat man vorhin schon mal kurz gesehen. Auch der 7 inzwischen gelandet. 8/10 Rückstand. Der ist für Howe Sim Racing auf jeden Fall unterwegs. Also das Team heute wieder gut repräsentiert, was die Anzahl der Fahrer angeht. Auf der 8 diese Runde allerdings keine Verbesserung. Sandro Conradi haben wir für Wippermann Racing im BMW mit der 333. Muss ich mal kurz gucken. Der ist...
ja, letztes Mal zumindest angemeldet gewesen, ist aber, glaube ich, nicht gestartet, wenn ich das jetzt richtig sehe. Davor war noch nicht dabei Sandro Conradi, aber eine Goldklasse gewertet. Hab noch 0 Punkte dementsprechend auf der letzten Position in der Gesamtwertung. Aber ich denke mal, ja, die Goldeinteilung scheint gar nicht falsch gewesen zu sein, wenn wir hier mal gucken, auf der 6. Position und nur 2 Zehntel hinter Platz 3. Also das auf jeden Fall mal ein Mann für die Top 10, zumindest heute und hier an der Stelle 1 Zehntel nochmal im Delta, mehr oder weniger. Also mal schauen, vielleicht kann er sich Dirk Nies nochmal holen. So, dann kommen wir zu Lukas Berggold, Racing Crest, der Führende der Gesamtwertung. Ja, der will nochmal eine Zeit setzen. Der weiß, Stefan Motz ist auch nochmal unterwegs, ist ihm ganz, ganz dicht auf den Fersen und will hier, ja, die Innenseite für den Start vielleicht sich holen. Momentan hat er sie noch inne. Aber er will auch nochmal sicher gehen. Der hat jetzt nochmal eine Runde. Ja, vielleicht sogar 2. Schauen wir mal. Elder Guerra haben wir dann noch auf der 10. Position. Ja, ein bisschen weniger als eine Sekunde Rückstand. Auch diese Runde. Na, schauen wir mal. Jetzt hier aus der Kurve. Ja, mit Corner war relativ schnell, aber war ein bisschen zu schnell. Ausgang der Kurve wieder ein bisschen verloren. Also hier auch zu schnell reinlaufen lassen, damit die Runde ungültig. Vielleicht schafft er jetzt nochmal eine Runde. Aktuell auf der 10. Dann haben wir Wolfgang Busch auf der 24. Gentle Driver. Die 568, auch ein weiterer Honda, hier auf der 24. Dann haben wir nochmal einen M6, wollte gerade sagen. Jan Butt hier, sonst auch gerne mal im Lexus unterwegs, aber hier beim Sprint Cup bei Hovesim Racing im M6. Der einzige M6, ja, weit und breit, muss man glaube ich sagen. Diese Runde plus minus 0 auf der 17. Auch der könnte hier auf der Geraden sicherlich einen Vorteil haben, hat ja ordentlich Power, das Teil. Vielleicht kann er sich da ja mal ein Auto schnappen. So, 2 Autos haben wir noch, dann passt das doch ziemlich gut hier mit dem Qualifying. Kevin Hassler haben wir im Audi für Charge CT Racing mit der 712 auf Platz 29. Auch er kann nochmal eine Runde setzen, hat ein bisschen Verkehr vor sich gerade, muss man sagen. Letzter Abschnitt, wir sehen es auf der Karte vielleicht, doch sehr, sehr gut besucht. Ja, mal gucken, ob das nochmal was mit der letzten Runde wird hier. Dann haben wir noch Dirk Nees, gerade schon erwähnt, für Wippermann Racing. Sehen wir im BMW M4 auf der 6. Position. Oh, der hat nochmal eine Zehntel im Delta. Also wir sehen da Platz 3, 4, 5, ja, vielleicht auch gleich 6 da wirklich dicht an dicht gedrängt. Und danach wird es aber auch ja, relativ eng. Wirklich die nächsten Nachbarn einige Hundertstel nur auseinander zum Teil. Bleiben wir mal drauf, Daniel Arning auf der 3. Auch nochmal ein bisschen was gefunden. Damit sind wir nämlich jetzt hier einmal durchs Fahrerfeld durch. Hat also zeitlich wunderbar gepasst. Und hier hat die Runde, ja, an sich ganz gut gepasst. Keine Riesenverbesserung, wenn überhaupt. Ja, doch nochmal eine leichte Verbesserung, zeitentechnisch zumindest, positionstechnisch. Bleibt bei Position 6. Aber wir sehen, 30 Sekunden noch auf der Uhr. Da geht also noch was. Auch bei Stefan Mons. Der kämpft hier wirklich um Hundertstel. Eben noch grün hinterlegt, jetzt hier grau hinterlegt. Da ist also leider, ja, keine Verbesserung. Potenzial scheint aber da zu sein. Auch er kann jetzt nochmal auf eine Runde gehen. Und er bleibt hier auf dem Gas. Das heißt, er wird hier nochmal alles dran setzen, sich Lukas Berggold zu holen. Der hier definitiv auch seiner letzten Runde unterwegs ist. 1:43.280 weiterhin die Pole Position hier. Ja, 43er-Zeiten sind unter den ersten 6 verteilt worden sozusagen. Ab Platz 7 haben wir 44er-Zeiten und das zieht sich relativ weit nach hinten bis Platz 26. Und da haben wir nochmal 45er, 46er, 47er-Zeiten. Aber wir sehen, da finden sich auch im Mittelfeld sicherlich nachher schöne Gruppen. Mal gucken, vorne sieht es wieder, wie gesagt, nach dem Duell aus. Und dahinter muss man mal gucken, wie sich das Ganze sortiert. Ja, sehr schade eigentlich, dass wir nicht noch ein paar mehr Fahrer haben, die da vorne wirklich Tempo machen können. Wir können mal kurz auf die Manufakturen gucken. Ja, wir haben ja, 2 Ferraris vorne auf jeden Fall. So viele sind ja auch gar nicht dabei. Relativ viele BMWs, glaube ich, sind dabei. Also die Ferraris, aber trotzdem hier weit vorne. Was aber, ja, nicht so verwunderlich ist, sage ich mal. So, nochmal die Deltas rein. Dann können wir mal gucken, wer jetzt nochmal hier sich verbessern kann. Lukas Berggold wird sich nicht verbessern, macht aber nichts. Stefan Mons hat nämlich auch kein grünes Delta. Damit wird er hier von der ersten Position starten. Nick Kleefeld haben wir auf der 19. Ja, da könntest du mal richtig nach vorne gehen. Richtung Top 15 locker mal, wenn nicht sogar noch weiter. 0,3 Sekunden bringt er mit 0,2 auf die 12 sogar. Also hier schnuppert er mal an den Top 10, sogar fast in den Top 10 da. Bisschen weniger als ein Zehntel. Also Kleefeld, denke ich, der wird hier sicherlich sein Ziel wird sein, in die Top 10 heute zu fahren. So, ich glaube, damit sind alle im Prinzip durch. Zumindest keiner, der sich nochmal verbessern wird. Jawohl, da sehen wir das Overlay. Und damit haben wir von einer Zeit bekommen, die eine Zeit setzen durften. Ganz hinten aber eine 48,5, ganz vorne eine 43,280. Wie gesagt, da finden sich so ein paar Grüppchen auf jeden Fall.
Und dann, ja, geht's gleich ins einstündige Rennen rein. Das sechste Rennen hier beim Howe Sprint Cup. Alle zwei Wochen wird gefahren. Wir schauen uns gleich nochmal die Gesamtwertung an in der Startausstellung, wenn wir denn da gleich hinspringen sollten. Und dann, ja, geht's gleich los hier. Ein Boxstopp muss ja auch gemacht werden. Wetter sieht, glaube ich, erstmal ganz gut aus. Ist recht warm hier. 26 Grad Luft, 33 Grad Strecke. Also, ja, Reifen werden ohnehin ja relativ gut beansprucht, hier auf der linken Seite vor allem. Reifendruckunterschied links-rechts ist hier recht hoch. Durch diese ganzen schnellen Kurven, vor allem Rechtskurven, werden die Reifen links gut beansprucht. Also können wir davon ausgehen, dass hier auch die Reifen, ja, müssen ohnehin gewechselt werden, fällt mir gerade ein. Ist ja Pflicht, tanken ist nur optional. Aber ich denke mal, ja, man steht ohnehin 30 Sekunden. Von daher werden hier, oder wird hier kaum einer mit vollem Tank losfahren. So, Startausstellung haben wir. Dann sage ich euch mal die ganzen Daten rein. Was wollen wir noch? Race Gaps, Boxenstopp brauchen wir. Und dann schauen wir mal auf die Gesamtwertung, würde ich sagen. So, da kommt sie rein. Also Lukas Bergott, 171 Punkte hat er sich bisher geholt. Ja, bisher immer auf dem Podium gewesen. Einziger Fahrer, der immer auf dem Podium war, Stefan Mons auf der 2. Ja, nur Donington im zweiten Rennen Platz 9 geholt. Sonst ist er auch immer auf dem Podium gewesen. Haben insgesamt drei Fahrer, die sich einen Sieg geholt haben. Neben den beiden eben erwähnten Daniel Andersen, der hier, wo ist er? Auf der 11 startet sogar nur. Der hat das letzte Rennen ja gewonnen. Also die drei haben bis jetzt nicht Siege holen können. Also gar nicht so viele Fahrer tatsächlich. Ja, dann haben wir Chris Sayer hier auf der 3. Jeff Eberts heute nicht dabei, ist auf der 4. Danny Anwand, Heather Guerra, alle dahinter seht ihr. Ist die Gesamtwertung, wie gesagt, das ist ja noch eingeteilt in drei Klassen. Heather Guerra ist hier der Führende, der Silberklasse auf der 6 hier gelistet. Und dann haben wir Marius Sahne auf der Gesamt 18, sehen wir hier mit 52 Punkten der Führende der Bronzeklasse. Also da muss man sich auch im Rennen ein bisschen, ja, mal überlegen, ob man da den Zweikampf führt oder nicht, wenn das vielleicht eine andere Klasse ist und man vielleicht auch weiß, dass er vielleicht ein bisschen schneller ist oder auch nicht. Mal schauen. ja, ob man dann, ja, sich vielleicht doch ein bisschen in Ruhe lässt. So, 3,5 Minuten haben wir noch, eine ganze Einführungsrunde. Können wir uns gleich nochmal den Rennkalender anschauen. Können wir mal ein bisschen gucken, was uns noch so erwartet. Sind ja in der, ja, zweiten Season unterwegs inzwischen. Enduro Cup gibt's auch. Das ist gerade in der ersten Season. Haben wir, weiß gar nicht, müssen wir nachher mal gucken, wann da die Termine nochmal sind. Einmal pro Monat. Aber da sind wir relativ frisch noch. Also sind die Standings hier nach 5 Rennen, sind also im 6. Rennen. Dann können wir uns mal den Kalender anschauen. Hier sehen wir es nämlich. 10 Rennsitz insgesamt. Sandford, Donington waren wir schon, Laguna Seca, Watkins Glen, Hungaroring waren wir letztes Mal. Da waren ein bisschen weniger Fahrer dabei. Heute wieder deutlich besser besucht hier auf Barcelona. Dann sind wir in 2 Wochen am 27. April, genau, in Indianapolis. Da fahren wir natürlich nicht das Oval, war auch mal interessant. Da fahren wir natürlich das Infield mit. Wir schauen mal, wie viel damit fahren. Auch nicht die allseits beliebte Strecke. Relativ rutschig, wie ich da finde. Aber gucken wir mal, wer hier vorne mitfahren will, muss, sollte, ja, nach Möglichkeit immer mitfahren. Ulten Park haben wir da nochmal. Freue ich mich auch sehr drauf. Eine sehr schöne Strecke, sehr holprige Strecke. Eine enge Strecke auch, wie es bei den meisten Englischen so ist. Aber da kann man auch sehr, sehr schön racen. Genauso wie auf Paul Ricard. Jetzt auch nicht die ja, so beliebte Strecke, aber vor allem im letzten Sektor kann man wunderbar Zweikämpfe führen, da sehen wir immer wieder schöne Rennen und am Ende nochmal am 8. Juni, da sind wir schon fast im Sommer aus Suzuka unterwegs, da geht es dann nochmal ins Finale, das 10. Rennen und mal sehen, ob wir da ja schon einen Gesamtsieger haben oder ob es dann nochmal wirklich um die Wurst geht, da ganz vorne zwischen Lukas Bergholt und Stefan Mons, im Moment zumindest würde ich mal sagen, aber wer weiß, was bis dahin so passiert ist. Also so sieht das Ganze aus hier. Dann machen wir das mal wieder weg. Mal wieder in den Tower rein. Wunderbar. Ja, dann geht's hier gleich in die, guck mal, eine schöne Kamera vielleicht. Ah ja, geht's gleich in die Einführungsrunde rein. Ja, Strecke auf Optimalwetter, weiß ich gar nicht, wie variabel das ist. Im Moment sieht es doch relativ bewölkt aus, also kein Regen in Sicht, aber auch kein strahlender Sonnenschein, was vielleicht gar nicht so schlecht ist, denn dann blendet die Sonne mal nicht. Starten hier 12 Uhr mittags. Also ja, wird an den Temperaturen jetzt nicht riesig was ändern. Vielleicht ein bisschen kühler oder wärmer, je nach Sonne, je nach Wolkeneinstrahlung, hätte ich fast gesagt. Sonneneinstrahlung und Wolken natürlich. Im Moment 30 Grad Strecke. Aber ich denke, das wird doch ein, ja, recht gleichmäßiges Rennen, was das Wetter angeht.
So, gucken wir mal, ob auch alle hier von der Startausstellung starten oder ob hier welche aus der Box starten. Wie gesagt, die 85, die wird, glaube ich, noch gleich die Strafe absitzen müssen innerhalb der ersten drei Runden. Da wird also der Abstand gleich mal sofort größer. Da hat man dann freie Fahrt. Vielleicht kann man das ja ausnutzen und vielleicht sogar profitieren, falls mal doch was passieren sollte. Ich hatte das vorhin angesprochen. Gibt ja doch so ein paar Ecken, wo man hier mal kollidieren kann. In der letzten Schikane, in der Haarnadelkurve, aber auch hier in den ersten Runden. Ja, in den ersten Kurven vor allem. Wenn man sich da mal verstellt und dann über die Wurstköpfe vielleicht ausweicht, dass man da das Auto verliert. Und dann, ja, gibt es auch gerne mal etwas größere Karambolagen. Aber schauen wir gleich mal. 20 Sekunden noch und dann geht's hier in die Einführungsrunde. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. Mullemaus, moin. Du hier. Fährst du keine Pro Series oder was? Oder ist da gerade Qualifying zu Ende? So, Lukas Bergold führt das Feld in die Einführungsrunde. Stefan Mons folgt ihm. Daniel Arning folgt ihm. Aber bin ich mal gespannt, ob der Porsche hier. Keine Ahnung, fährst du keine Pro Series? Hätte ja sein können. Ich merke mir auch nicht alle Namen. Was ich gerade sagen wollte, mal gucken, ob Stefan Mons hier den Ferrari am Start gleich mal gefährlich werden kann. Die Audi starten ja auch relativ gut, aber die sind erstmal weiter hinten auf der 13, erst der nächste. Also die werden da vorne jetzt erstmal nichts mit zu tun haben hier. Achso, du bist da, deine Lambo Boys anzufeuern. Ja, mach das mal. Aber Rennen müsste da trotzdem gleich starten, glaube ich. Aber auch hier starten wir jetzt eine Stunde in Barcelona. Also wird auf jeden Fall nicht langweilig werden, denn wir haben sehr, sehr viele Fahrer auf der Strecke. Wir haben es an den Abständen gesehen. Das wird sich jetzt nicht super schnell auseinanderziehen, nehme ich mal ganz stark an. Also da können wir uns auch wirklich 60 Minuten Rennaction freuen. Und bin gespannt, Bergold, Mons, wie sich das entwickelt. Wenn sie gut in das Rennen reinkommen, ohne Unfall, dann werden wir vor allem da den Zweikampf sehen. Und dann werden wir mal gucken, was der Porsche da ausrichten kann. Hatten wir ja schon erwähnt, auf der Geraden wird es wahrscheinlich etwas schwierig, da den Ferrari hinter sich zu halten. Da muss man schon ein paar Zehntel Vorsprung haben. So, einer startet aus der Box, wie es aussieht. Das ist Dominik Freitag hier, Suicide Crew. Der wird also von hinten starten und ja, losfahren, wenn alle vorbeigefahren sind. Der kann sich dann ganz gut aus der Start, aus dem Startschumult raushalten auf jeden Fall. So, gehen wir schon in die Heli-Perspektive rein. Dann wir nochmal einen Schluck trinken und dann geht es demnächst in die Zweierformation. Nach der Haarnadelkurve müsste es dann soweit sein gleich. Leon Markus, danke für die Follows übrigens. Herzlich willkommen. So, ersten ein, zwei Runden muss man ein bisschen aufpassen, da werden die Strafen nämlich verdoppelt, wenn man da irgendwie ja, einen Unfall verursacht, das tut dann besonders weh. Also hier aufpassen und dann natürlich auch im Laufe des Ganzen keine möglichst Unfälle verursachen hier. So, wir sehen es, es geht in Zweierformation, Lukas Bergold ein bisschen nach vorne geprescht, der muss da mal kurz warten. Aber jetzt geht es hier das ja, letzte Mal so langsam durch die Schikane ohne Unfälle, da hinten kommen sie auch alle rangerauscht und dann geht es hier endlich ins sechste Rennen rein. Beim Howe Sim Racing Cup. Ja, Innenseite hat er, das schon mal ganz gut. Porsche kommt aber für gewöhnlich auch ganz gut aus dem Knick hier. Ist halt die Frage, ob er sich daneben halten gleich kann in den ersten Kurven. Da geht es ja rechts, links, rechts. Also es wechselt sich immer ab und dann kommt nochmal eine Rechtskurve. Die Kurve 4, da hat man natürlich hier auf der Fahrtrichtung rechten Seite ein bisschen bessere Chancen. Aber warten wir mal ab. Erstmal muss den Start gut hinbekommen. Ganz hinten sind noch nicht ganz rum. Ampeln sind auf grün gesprungen. Bergold kommt erstmal ja ganz anständig weg. Aber der Porsche von Mons auf der ja hier rechten Seite kann sich erstmal daneben halten. Auch die zweite Startreihe sehen noch nicht so ganz einig, wer das erstes in die Kurve einbiegt. Da sehen wir Arne und Kep müssen das sein. Ferrari gegen Honda. Jetzt geht's hier in die erste Kurve rein. Ersten paar rein. Geht auf jeden Fall erstmal alles gut, wollte ich gerade sagen. Und da räumt gleich ein, zwei Autos ab. Ja, und da hinterher nochmal ein, zwei Autos. Wir gehen mal
ein bisschen ins Mittelfeld rein. Hoffentlich geht es jetzt hier Kurve 3. Alles gut. Auch da gibt es gerne mal Kontakte. Da sehen wir es gerade. Da wurde ein BMW leicht nach außen geschickt hier. Hausinger ist das, glaube ich. Mit der 47 müsste das sein. Aber nichts Wildes hier. Aber da hinten hat es jetzt einige getroffen. Auf der Innenseite geht gerade ein Honda vorbei. Wolfgang Busch. Und da dreht er sich weg. Da waren wir ja pünktlich drauf. Hier geht es auch leicht in die Wand rein und außen. Links rum gehen noch ein paar Autos vorbei. Jetzt hier links ein BMW, ein Aston Martin, die sich da vorbeidrücken wollen. Zumindest der Aston Martin kann sich da erstmal auf der Innenseite durchsetzen. Wahrscheinlich, denke ich mal. Jawohl. So, wir gucken mal ganz vorne. Berghold auf der 1 geblieben. Stefan Mons, Daniel Arning. Alles nichts getan hier. Dirk Nees natürlich hier auf der 4. 2 Positionen gewonnen. Patrick Schulter, 3 Positionen gewonnen. Ja klar, da hatten sich ja einige verabschiedet. So, wir gucken mal. Geffert, der ist aus der Box gestartet. Dominik Freitag, beziehungsweise musste ja in die Box rein. So, das hat es Sandro Conradi getroffen. 30 Positionsverluste. Peter Littner mit 15 hat es getroffen. Detlef Geb hat es getroffen. Und Benny Gavicek schon wieder. Ja, also der könnte auch deutlich bessere Ergebnisse einfahren, aber hatte da ja irgendwie einen Kontakt auf jeden Fall. Jetzt muss er sich hier unter anderem durchs Feld kämpfen. Geht da erstmal am Audi von Mahui vorbei. Also nicht ganz unfallfrei geblieben leider der Start. Hat da doch 3, 4, 5 Autos getroffen. Aber Rennen geht noch 58 Minuten. Den Anschluss haben die meisten schon wieder fast gefunden. Lukas Berghold beendet jetzt Runde 1 auf der ersten Position. 0,7 Sekunden hat er Vorsprung. Wir gehen auf Patrick Schröter drauf. Fahren hier mal mit. Gucken mal, ob er den BMW gefährlich werden kann. Hier wird er auf jeden Fall Kurve 1 nicht angreifen können. So, gucken wir mal kurz hier. Hoffmann, Langhorst, 0,2 Sekunden auseinander. Ja, vorne sehen wir gerade den Angriff. Helder Guerra gegen Götz, genau, Jason Götz ist das hier, der einzige Lexus heute. Der hat schon 6 Positionen gewonnen, das lief also ziemlich, ziemlich gut. Position Delta schauen wir uns dann gleich nochmal an. Erstmal lassen wir hier das Feld sich mal ein bisschen sortieren. Und wir sehen auch schon auf der Karte, gehen einige jetzt in die Box. 2, 3 Autos, die da ja wahrscheinlich reparieren müssen. Peter Lindner, Conradi ist reingegangen und Dominik Freitag war ja aus der Box. Geffert war auch in der Box, aber ich glaube, das müsste die Strafe gewesen sein. So, bleiben wir vielleicht mal kurz hier. Lexus, ja, immer noch hinter Guerra vor Kleefeld. Wie liest du mal im Nixo? Ja, eine Position verloren. Das kann man noch ganz gut aushalten, würde ich sagen. Jakob Hausinger hatten wir eben noch gesehen in der Startphase. Hier mit 5 Positionsgewinn auf die 23 schon mal gegangen. Die ersten 30, ja, müssten Punkte bekommen für die Gesamtwertung. Für die einzelnen Klassen sind es, glaube ich, ein paar weniger Positionen. Also hier kann man 2-mal Punkte sammeln, sozusagen. So, Feld hat sich so halbwegs geordnet. Wir sehen es hier auf der Geraden. Jetzt geht es Richtung La Caixa. Gucken wir mal, ob sich hier einer verbremst, so dicht an dich. Wenn sich da einer mal vertut, dann gibt es mal ganz schnell eine Kettenreaktion. Da sieht jeder seine Lücke. Dahinter sehen wir noch Daniel Pei, der aus seiner Startposition geblieben ist. Sieht hinter sich Dennis Keser, sowie Kevin Hassler unter anderem. Alles bis Platz 33 quasi, bis Mahui. Also da sehr, sehr dicht die ganze Geschichte. So, Andersen. Kann der sich hier den Patrick Schröter holen? So, Monster ist bei der neuen schnellsten Runde 44-0. Ja, aber auch nur 400stel schneller als Lukas Berghold. Also sind da gerade auf ihrer oder auf einer ähnlichen Pace unterwegs. 18stel schneller gewesen als Daniel Arning letzte Runde. Ja, also wir sehen es auch im Abstand da. Platz 3 schon 2,5 Sekunden weg. Und Schröter muss sich dagegen Janis und Anderson irgendwie durchsetzen. Dahinter der BMW oder beiden BMWs, die ihn da gerade jagen. Mal gucken, ob da jetzt einer rauszieht Richtung Kurve 4. Ah, Schröter geht jetzt hier auf die 4. Anderson auf der 5. Nies auf der 6. Also das bleibt hier auf jeden Fall spannend. Mal gucken, ob da Arning wegfahren kann. Das ist hier unten der Ferrari, der Grüne. Der könnte davon profitieren. Und dann mal ja, irgendwie zumindest versuchen, den Abstand nach vorne wieder zu verkleinern. Aber wir haben es hier im Bild auch ein bisschen gesehen. Die ersten beiden doch schon ein gutes Stück weg hier. Na, bleiben noch einen Moment drauf. Dann gehen wir wieder ein bisschen nach hinten. Hier sehen wir auch gerne mal Angriffe aus der Kurve heraus, wenn man da ein bisschen besser durchkommt. Aber hier nicht. Nick Kleefeld, paar Meter dahinter, hinter dem Lexus. Dann haben wir dann Wolfgang Busch auf der 21. 4 Positionsgewinne zu verzeichnen. Hat er also auch profitieren können durch die Unfälle. Muss sich da weiter gegen Elderly und Hausinger wehren, die ihn da ja doch ganz gut auf die Pelle rücken. Wobei Elderly jetzt eher da mit dem BMW zu tun hat und Hausinger sich gegen Daniel Pei durchsetzen muss. Aber da können wir gespannt sein, ob Daniel Pei, so heißt er, auf der Innenseite reingeht. Nee, hält sich noch zurück hier. Aber Hausinger lässt hier auf der Außenseite
oder auf der Innenseite vielmehr ein bisschen Platz. Und hier durch den Linkshink zu zweiter gibt es auch gerne mal Missverständnisse. Und Daniel Pall geht hier außenrum vorbei, wollte ich sagen. Wird er leicht getroffen von Hausinger. Der stupst ihn noch mal ein bisschen an. Und dann, oh, ich wollte gerade sagen, da geht noch Hassler vorbei. Nee, wer war das? Doch Hassler vorbei. Aber der hat das Auto leider verloren. Wir gucken noch mal ins Replay rein. Da kriegen wir es noch mal zu sehen hier. Genau, Daniel gibt Gas. Ja, der hat sich da kurzzeitig gefreut, sieht da den Unfall, guckt, okay, vorbei, da geht's vorbei und dann mal rausbeschleunigen wahrscheinlich hier. Irgendwie ist Auto verloren, auch noch in die Wand reingefahren. Ja, so schnell kann's gehen, freust dich erst, kannst da was gewinnen und zack, ja, demolierst du hier leider dein Auto. Also hier jetzt auf der 32 unterwegs, 6 Positionsverluste zu verzeichnen. Ja, aber mal gucken, ob er da noch weiterfahren kann oder vielleicht ein bisschen früher reinkommen muss zum Reparieren. So, was haben wir hier verpasst? Ist Detlef Kepp da vorbeigekommen? Wir gucken nochmal 10 Sekunden zurück. Hat er sich hier gerade 2 Autos geschnappt auf der Stadtzielgeraden? Laut Anzeige ja, kann man auch nicht immer vertrauen drauf. Aber wir sehen, es ist hier super eng, also ist gar nicht mal unrealistisch. Wir Stoßstange an Stoßstange, sich mal eben einzelne Positionen auf einmal zu holen, wenn sich da ein paar vertun. So, Oliver Braun. Genau, das ist hier der gelb-schwarze McLaren, da mit seinem Markenkollege am Gange. Hier geht zu zweit in die Kurve rein, dahinter Detlef Kepp. Der schaut mal, wo kann er da vielleicht vorbeigehen. So, eine SG30, eine DT wurden auch schon abgesessen. Von der 88 die DT. Eieiei, das war Peter Lindner. Also da, ja, ließ alles andere als gut. Der ist auf der 35 nur noch am Gange. So, was haben wir hier? Oh, jetzt habe ich weggeschaltet. Aber hier haben wir auch nochmal einen Zweikampf. Götz gegen Kleefeld dahinter. Und davor ist noch Danny Anwand, der sich jetzt hier auf der 11 positioniert hat. Jan Butch dahinter der M6. Ja, mit 6 Positionsgewinn. Also auch ganz gut nach vorne gekommen. So, da haben wir den Porsche von Apel Tower. 3 Positionsgewinne. Gerade an Jürgen Hofmann offenbar vorbeigezogen, wollte ich sagen. Und da gibt es direkt den Konter. Porsche geht ein bisschen weit und Hofmann kann sich hier Position 30 wiederholen. Und dann geht da auch noch Hassler vorbei, den wir da eben abfliegen haben sehen. Also der ist dabei, wieder ein bisschen nach vorne zu kommen. So, Daniel Andersen schnuppert am Podium fast, hätte ich gesagt, aber in der 4. Position. Arning da auf der 3 schon 4 Sekunden weg von den ersten beiden. Also das bestätigt sich, was wir da im Qualifying gesehen haben, dass die Damenrennen auch ihr eigenes Rennen sozusagen fahren. Aber kennen wir ja aus dem einen oder anderen Rennen aus der Vergangenheit auch schon. Das wundert uns jetzt nicht so. Ist ein bisschen schade, aber im Mittelfeld kriegen wir richtig was zu geboten hier. Wir gucken aber mal ganz kurz nach vorne. Lukas Bergold hier mit der 501. Ja, hält sich hier auf jeden Fall. 1 Sekunde Rückstand, darf sich da keinen Fehler erlauben. Stefan Munz ist da auf jeden Fall in lauer Stellung und wird sich da, ja, bemerkbar machen, wenn er Lukas davor einen Fehler macht. Aber aktuell hat er hier gute Chancen, sich das 6. Podium in Folge zu holen. Dann gehen wir mal auf die 3. Daniel Arning, einer der Piloten, der in Anführungsstrichen Ruhe hat. Weil Patrick Schröter hält da gerade ja, einige Autos im Schaff, wenn wir da hinten mal rausschauen. Bis Platz 8 ist das. Falk Moritz, da ganz hinten müssten wir ihn noch sehen. Dahinter haben wir nochmal 3,5 Sekunden. Wir sehen da BMW. Reifen warm fahren wird er jetzt wahrscheinlich nicht. Die sollten optimalerweise schon warm sein. Guckt da aber mal ein bisschen. Muss aber selber aufpassen, dass er da von seinem Markenkollegen nicht angegriffen wird. Dirk Nefs, der wird da auch nicht lang fackeln. Ja, dahinter haben wir nochmal Chris Heyer und Falk Moritz, wie gesagt. Dann gehen wir mal weiter. Alex Cruz scheinbar gerade an Hofmann vorbeigekommen zu sein. Wir schauen mal ins Replay rein. Hier ging es auf die Innenseite in die Haarnadelkurve rein. Aber da war auch sehr, sehr viel Platz, wie wir sehen. Der Honda, der Audi natürlich, der hat da keine großen Mucken gemacht, dagegen zu halten. Deswegen Alex Cruz jetzt hier schon mit 3 Positionsgewinnen unterwegs. So, Jürgen Hofmann. Warum ist der kaputt? Haben wir da was verpasst? Da war schon passiert. Ja, hab grad 20 Sekunden nach hinten gespult, aber hier ging es wohl irgendwie in die Wand rein bei Jürgen Hofmann. Auto auf jeden Fall deutlich demoliert. Können wir davon ausgehen, dass sein Boxenstopp auch ein bisschen früher stattfinden wird als geplant. Was ist bei Hausinger los? Der wird gerade durchgereicht. Hat er hier einen mitbekommen? Nee, haben wir nicht mehr ganz gesehen. Ob er da vielleicht irgendwo gedreht wurde in der Schikane. So, Gabicek jetzt hier wieder auf Verfolgungskurs, auf, ja, dabei hier aufzuholen. Gerade hinter dem AMG von Kesa. Ja, Hausinger müsste da irgendwie gedreht worden sein oder sowas. Denn der AMG ist vorbei, der BMW ist vorbei. Denn da haben wir Detlef Kepp auf der 27 nur, den es da auch gleich am Start getroffen hat. Also hier haben wir nochmal eine schöne Gruppe. Ja, bleiben wir vielleicht noch einen Moment drauf hier. Vorne verpassen wir nicht so viel. Es ist spannend, es ist eng. Aber einen direkten Zweikampf haben wir, glaube ich, noch nicht groß verpasst. 6-7 auf jeden Fall 0,3 mit der engste Abstand da vorne. Ja, die ersten beiden sind schon fast 5 Sekunden weg, wenn die Anzeige halbwegs stimmt. Irgendwas zwischen 3 und 5 auf jeden Fall. Die fahren da wirklich, ja,
weg, muss man leider sagen, was die Spannung angeht vorne. Axel, moin. So, Gabicek, holt jetzt mal ein bisschen Schwung hier. Wir fahren mal McLaren mit. AMG etwas, na, nicht zu weit draußen, aber ein bisschen weit links gewesen. Und Gabicek wird jetzt hier, ja, vorbeigehen ist noch die Frage, denn der AMG hat natürlich die Innenseite. Und da kann man sich natürlich sehr, sehr gut durchsetzen, wie wir hier sehen. Jetzt versucht das ins Außenrum. Der Benedikt, na, reicht nicht ganz. Muss da aufpassen, nicht auf den AMG aufzulaufen. Aber der ist natürlich, was die Pace angeht, immer sehr, sehr gut dabei. Und da geht's jetzt vorbei. AMG jetzt tatsächlich etwas draußen gewesen. Damit 4 Sekunden Rückstand auf die nächsten Positionen. Sprich, hat ein bisschen freie Fahrt. Sollte sich jetzt hier womöglich von dieser doch recht großen Gruppe dahinter lösen können, wie wir da gesehen haben. Detlef Kiep, ja, der hat auch keine Lust auf eine große Gruppe. Der fährt jetzt hier rein. Aber vielleicht hat er auch ein bisschen Schaden dadurch den Start gehabt. Und jetzt geht's hier rein. So, Danny Anwand gegen den Lexus. Oder Lexus gegen Danny Anwand, je nachdem, wie man es sehen möchte. Jetzt können wir auch mal ein bisschen Lexus mitfahren. Und am Rückspiegel sehen wir Nick Kleefeld, Jan Butch und Brückner. Bis Platz 15 alles hier. Stoßstange an Stoßstange. Aber der Kurve muss man auch gut Traktion auf die Straße bringen. Da beschleunigt man schön aus der Kurve heraus. Da kriegt man auch mal ganz, ganz schnell Oversteer. So, Wolfgang Busch hat sich gerade Buchholz geholt. Wir schauen mal hier Richtung Kurve 4. Kam aus Kurve 3 wohl besser raus und konnte sich gegen den BMW durchsetzen. 12 Positionsgewinne hier. Buchholz aber auch schon mit 10. Man muss halt natürlich nochmal zum Boxenstopp reinkommen. Hassler nach seinem kleinen Ausritt auf der 28 immerhin nur noch 2 Positionen. Dann ist er wieder auf seiner Startposition unterwegs. Hinter sich hat er Oliver Braun noch. Ja, dahinter Peter Lindner. Der dürfte aber eine Runde zurückliegen. Jawohl. So, Hofmann kommt jetzt aus der Box. Eieiei, 104 Sekunden hat er gestanden. Also der hat wohl ordentlich was reparieren müssen, wenn ich das richtig sehe. Ja, war keine Strafe oder so. Der hat da richtig reparieren müssen. Dann gucken wir mal zu Marius Sahner rüber. Er ist hier im BMW unterwegs. Kann euch mal die Kannnummern einblenden. Da seht ihr nämlich auch die verschiedenen Klassen. Der ist ja hier in der Bronzeklasse unterwegs mit der 169. Was bei Wengel passiert, das sieht gerade auch nicht gut aus. Da schauen wir mal, das riecht auch schon wieder nach Schikane. Hat hier ein bisschen das Auto verloren, ein bisschen sehr. Sogar auch da geht es in die Wand rein für Matthias Wengel. Eieiei, da sehen wir es, die ganze Gruppe geht da vorbei. 4, 5, 6 Positionen. Ja, muss ein bisschen aufpassen. Kann man vielleicht auch abkürzen, um da keinen Unfall zu provozieren. Aber hier, ja, dass ich nochmal versucht, da gegen den Aston Martin durchzusetzen, hatte ich ganz gereicht. Pierre Brückner war das nämlich hier, die 666, der auch nochmal am Ende profitiert hat. Und Wengel, ja, mit einer demolierten Front jetzt unterwegs. Und Alex Langhorst wird da auch nicht so lange warten, bis er da vielleicht womöglich vorbeigeht. Da ging es ja schon mal gut nach vorne, 7 Positionen. Also vielleicht holt er sich Position 8. So, vorne sehen wir 1,5, je nachdem, wo gemessen wird. Abstand auf jeden Fall auf die zweite Position. Die fahren da doch ihren eigenen Schuh. Da unten gibt es schon die ersten Überrundungen oder die nächsten Überrundungen. Daniel Arning auf der 3. Ja, da kann da den Tross hinter sich halten. Auf jeden Fall den Abstand ungefähr 1,7 Sekunden. Da kommen sie aber alle an. Genauso wie auf der 12. Position. Nick Kleefeld sehen wir hier gerade. Also, jetzt hat sich so langsam geordnet, haben sich schon ein paar Lücken ergeben. Da waren jetzt auch schon, ja, ein bisschen mehr als eine Handvoll jetzt in der Box bereits, wo nämlich die reparieren mussten. Wenn ich mir so die Standzeiten angucke, das, ja, waren keine normalen Boxenstopps. So, Chris Haya. Der Dritte der Gesamtwertung, 40 Punkte Rückstand auf Position 2. 5 Punkte Vorsprung vor Platz 4 und den wird er heute definitiv ausbauen können, hier auf der 7. Position. Also der ist gut unterwegs, 110 auf die 7 bereits gefahren und bis Platz 3, ja, 7 Sekunden schon Abstand da vorne. Kann auf jeden Fall die nächsten Positionen alle sehen hier auf der Geraden, ist nämlich der Ferrari, der unten gerade einbiegt. So, Langhorst geht vorbei, weil Wengel reinkommt. Also der Schaden, wir sehen es auch hier an der Motorhaube, so groß, dass man jetzt reinkommen muss und jetzt dann, ja, Dreiviertelstunde mit dem nächsten Reifensatz fahren muss. Dementsprechend natürlich was gegebenenfalls tanken. So, Daniel Pei, der ist jetzt im Windschatten dran von Dennis Keser. Mal sehen, ob es vorbeigeht, ob er sich ransaugen kann oder ob der AMG da ja auch mit ein bisschen Windschatten zumindest vorne bleiben kann. Daniel Pei geht da jetzt auf die Innenseite. Er schaut schon mal, bremst er sich auch rein, ist die Frage. Nee, hat es nicht ganz probiert oder hat nicht ganz funktioniert, sagen wir es mal so. Ist also erstmal auf seiner 25 geblieben. Da muss er aufpassen, wenn er dann nochmal ausweichen muss, weil er es probiert, dann könnte Hausinger vorbeigehen. So, Wengel wird klar ein bisschen durchgereicht. Jetzt müsste aber soweit durchgereicht worden sein, dahinter nämlich alle schon in der Box gewesen.
Oh. So, da sehen wir es gerade. Ging es vorbei, Kurve 4. Und Hausinger, ja, der riecht da seine Chance außenrum jetzt. Mal gucken, ob es gegen den AMG reicht. Daniel Pei auf jeden Fall erstmal durch mit der Geschichte. Und Käser und Hausinger, ja, die können sich mal guten Tag sagen da, Tür an Tür. Und BMW, ja, kann tatsächlich vorbeigehen. Dennis Käser verliert jetzt hier zwei Positionen innerhalb von ein paar Kurven. Wird er im Moment noch relativ gelassen sehen. Könnte ich mir vorstellen zumindest. Da ging es ja gut nach vorne, zumindest im Moment. Also da haben wir gerade wieder zwei Positionen verloren. So, vorne Chris Sayer hängt da immer noch dran am BMW von Nes. Gute für ihn ist, hinter sich hat er erstmal ein bisschen Luft. 3 Sekunden da oben kommt nämlich gerade Falk Moritz. Der hat ebenfalls nochmal gute 3 Sekunden auf Helder Guerra. Und nochmal 3 Sekunden zu Jason Götz. Da kommt nochmal eine kleine Gruppe bis Platz 14. Also da sehen wir, ja, doch schon ein paar Fahrer jetzt, die etwas Ruhe haben. Chris Heyer, der macht hier auf jeden Fall Druck. Der sorgt dafür, dass Nes keine Ruhe hat. Gucken wir mal, ob es vorbeigeht. Vielleicht ein bisschen bessere Linie hier rausnehmen, ein bisschen mehr Schwung. Und dann kann man sich vielleicht Richtung der nächsten Kurve daneben setzen. Haben wir eben schon gesehen beim BMW. Aber hier, denke ich, kommt Nes auch ganz solide raus, dass wir da keinen Angriff erwarten dürften. Nee, der Honda noch einen Tick zu weit weg. Also da bleibt es erstmal bei Platz 6, Platz 7. So, Daniel Pei. Oh, muss ich jetzt gegen Hausinger wehren. Eben beide hier am AMG vorbeigekommen, der nochmal auf die Innenseite schaut. Da wird es aber keine Rewrite-Situation geben und Hausinger holt sich nochmal Daniel Pei jetzt. Also, da hat er mal 2 Positionen gewonnen hier. So, Daniel. Ja, vorm AMG kann er bleiben. Da ist es auch sehr, sehr spannend. Hasler kommt da nämlich jetzt auch noch an. Das ist der Audi, der da ja von den Ausritt hatte und sich jetzt hier schon mal weiter nach vorne kämpft. Gucken wir mal, ob er da am AMG vorbeikommt. Also der AMG, der zweite AMG sozusagen, direkt vor ihm. Das ist nämlich die Überrundung von Peter Lindner. Da sollte er eigentlich jetzt vorbeikommen. Also der hat noch mal ein bisschen was vor, bevor es in die Boxenstoppphase geht sozusagen. Die ja bei den meisten ungefähr in 10 Minuten sein wird, plus minus ein paar Minütchen. Und dann haben wir, ja, vielleicht eine neue Situation nach dem Boxenstopp. Je nachdem, ob jemand was reparieren muss, ob jemand, ja, den Box ein bisschen vergeigt hat, wie auch immer. Kann man ja ein bisschen früher bremsen und später bremsen, je nachdem. Oder verschoben werden. Gavicek gegen Elderly. Ja, schauen wir mal, Gavicek jetzt außenrum. Da hat Mario aber auch nicht mehr gegengehalten, glaube ich. Also Gavicek jetzt hier, nachdem er da auch... Ich glaube, hier vorbeikommt an Buchholz, der hier einen kleinen Ausritt hatte. Schauen wir mal, wahrscheinlich auf dem Incurb weggerutscht. Ah, Klassiker in der Kurve. Den Curb darf man dann nicht angucken. Der zieht einem das, die Karre mal ordentlich weg, der Aston Martin. Geht nochmal ein bisschen weit, also Eldery konnte er dann doch nochmal hinter sich halten. Und Benedikt jetzt mit 2 Positionsgewinnen gerade mal unterwegs. Also, da geht es wieder weiter nach vorne. Wolfgang Busch 5-6 Sekunden vor ihm. Da wird er sich nochmal rankommen. Ist ein Bronzefahrer, können wir davon ausgehen, dass die Pace dann doch schneller ist hier beim 232er McLaren. So, wir gehen mal auf Daniel Andersen drauf. Der jagt hier Patrick Schröter weiterhin auf der 4. Position. Die, ja, mit dem Podium nicht so ganz mithalten. 3,3 Sekunden haben wir da inzwischen. Also, da wird der Abstand eher größer als kleiner. Aber auch nur minimal, muss man sagen. Also auch da ein kleiner Fehler. Und dann sieht die ganze Geschichte schon wieder anders aus. Berghold vorne auch kontinuierlich, aber auch in sehr, sehr kleinen Schritten. Kommt da von Stefan Mons weg. Da blinkt immer mal wieder die 2-Minuten-Marke auf. Oh, muss er fast ausweichen. Sah zumindest ein bisschen aus der Kameraperspektive so aus. Wir gucken mal kurz hier. Da ist nämlich jetzt der Audi, ja, dran an Käser. So, Daniel Pei kann sich da jetzt leicht absetzen. Also bleiben wir mal bei der Gruppe hier. Oliver Braun und Philipp Apeltauer. Ja, der wird jetzt auch nochmal rankommen. Also mal einen ganz guten Markenmix hier mit dem AMG, ein Audi, McLaren und ein Porsche. Schöne Gruppe hier. Achso, Position Deltas wollte ich euch noch zeigen. Können wir mal ein bisschen gucken hier. Also Käser mit 6 Gewinnen auf jeden Fall hier bei den Autos, die wir gerade sehen, gut mit dabei. Auch dahinter einige Handvoll gewonnen. Und da hinten, ja, 32, 33, 34, 35. Alles verunfallte Fahrzeuge, die schon in der Box waren dazu. Also das ist natürlich noch nicht so ganz aussagekräftig. Mal gucken, was die jetzt hier, ja, rausfahren können und wo die dann landen werden, wenn alle anderen in der Box gewesen sind. Da vorne dürfte sie nicht so viel getan haben.
wenn wir da mal schauen. Die ersten drei Positionen so geblieben. Patrick Schröter gut nach vorne gekommen. Daniel Andersen zwei Positionen gewonnen. Da waren ja ein, zwei Fahrzeuge, die verunfallt waren. Die haben da so Lücken hinterlassen. Da konnten viele profitieren. Bis Platz 19 ging es ja, wenn nach vorne oder zumindest auf der Startposition geblieben. Ja, sehr schöne Gruppe hier. Nees Heyer und Falk Moritz jetzt auch von der Partie eine Sekunde dahinter. Der BMW-Pilot. Aber jetzt gucken wir erstmal zu Haaf rein. Scheint hier gerade an Langhorst vorbeigekommen zu sein in Kurve 4. Und der muss sich direkt nochmal gegen Alex Cruz womöglich wehren. Mal sehen, ob der da auch gleich mal vorbeikommt. Michael Haaf auf jeden Fall jetzt auf die 15 gegangen. Also auch ein kleines Stück nach vorne gekommen. So, haben wir hinten noch irgendwas verpasst? Matthias Weggel wieder auf der Strecke. 51 Sekunden Standzeit. Sein Teamkollege direkt hinter ihm. 41 Sekunden Standzeit. Also die beiden Teamkollegen jetzt hier etwas weiter hinten platziert. Und ja, werden durch ihren verlängerten Boxenstopp noch einen Tick nach hinten fallen. Aber ja, schauen wir dann mal, wie gesagt, wenn alle anderen drin gewesen sind. Gehen wir zu Kevin Hassler rauf. Der Audi hier gleich auf seiner Startposition, na, leicht weggerutscht hier in der Kurve. Und das ist ziemlich, ziemlich bitter. Verlierst du sehr viel Schwung womöglich. Wobei hier scheint es noch zu reichen gegen den McLaren von Braun. Aber wenn du mal einen richtigen Quersteher hast, dann reicht die gerade oftmals, um zumindest mal daneben zu gehen als Hinterherfahrender. Und dann hier in der Hanale-Kurve vorbeigehen. So, aber alles gut gegangen für Kevin. Hier kommt er wieder zu seiner alten Unfallstelle. Diesmal funktioniert es aber ein bisschen besser. Ist hier mittendrin in der Gruppe. Daniel Pei da vorne sehen wir. Den pinken BMW und Apel Tower. Das ist der Porsche dahinter. Er hier mittendrin. Also da darfst du ja auch nichts leisten. Ja, Daniel Pei sah zumindest auf Augenwinkel aus, wenn er die Schikane nicht ganz bekommen hat. Und das könnte jetzt bedeuten, dass der AMG wieder angreifen kann und vorbeigehen kann. Wir gucken mal, ob der AMG jetzt hier im Windschatten ja, schneller wird. Wir haben es vorhin gesehen. Umgekehrte Situation war es da. Zahner jetzt reingekommen. Übrigens, es geht auf die Innenseite. Also da wird er vorbeigehen oder zumindest geht zu zweit in die ersten Kurvenkombination rein. Ist die Frage, ob Daniel Pei dagegen hält. Aber klar hält er dagegen. Innenseite jetzt zumindest. Jetzt wieder die Außenseite. Und meistens wird sich der auf der rechten Seite hier in Fahrtrichtung durchsetzen. Jawohl. Und der Kevin Hassler. Na, der riecht da seine Chance für die nächste Kurve. Jawohl, geht daneben. Also Daniel Pei könnte hier eine weitere Position verlieren im ersten Sektor. Denke mal, der Audi wird jetzt hier zumindest da mal reinhalten. Ja, kleine Berührung hier. Aber nichts Wildes, würde ich sagen. Damit Hassler auf die 25 gegangen und damit mal wieder eine Position insgesamt gewonnen. Daniel Pei leider zwei verloren insgesamt. Und ja, muss aufpassen, Oliver Braun, Apeltauer dahinter lauern auch. Jetzt ist er der, der hier in der Mitte dieser Gruppe fährt. Sehr, sehr schön zu sehen hier. 24 bis 28. So, was geht aber vorne? Ganz, ganz vorne nicht so viel. Wir sind hier gerade mal auf der fünften Position drauf. Da wird Patrick Schröter immer noch gejagt von Andersen. Der hat da noch keinen Weg vorbeigefunden. Der Sayer dahinter kommt da um die Ecke. Der Hypex Racer Luxemburg Two Pilot mit 4 Positionsgewinn. Dirk Nees und Falk Moritz, die ihn da auch noch verfolgen. Ja, wir gehen so langsam auf die Hälfte des Rennens zu. Sprich, die Boxenstopps werden sich in ein paar Minuten mehren. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Gibt ja noch so einige enge Kämpfe auch hier. Hat sich der Falk Moritz ein bisschen vertan. Oh. Ui, das sah aber eher nach Ausweichen aus auf der Innenseite. Da hat Dirk Nies aber auch sehr, sehr gut mitgespielt. Das hätte auch an anderer Stelle gut gekracht oder mit anderen Piloten vielleicht. Aber hier hat sich nichts getan. Alex Cruz geht gerade vorbei an Langhorst. Gucken wir da mal, ob es da auch einen Fahrfehler gab vielleicht. Hier ging es auf der Innenseite vorbei. Relativ unspektakulär. Ja, Langhorst hat nochmal versucht, mit mehr Schwung rauszukommen. Hatte aber sich ein bisschen vertan, offenbar. Sah zumindest so aus, dass er da zu viel Körb mitgenommen hat. Und deswegen ist jetzt Cruz hier an Langhorst vorbeigegangen. Die beiden Honda-Piloten. Ja, also noch relativ enge Kämpfe, die wir haben. Da Platz 6 bis Platz 12 auch noch richtig zusammen. So 2 Sekunden maximal die Abstände. Also wie gesagt, da ist der Boxstopp gar nicht mehr so unwichtig. Wenn du da mal 1, 2, 3 Sekunden verlierst. Ja, das sind dann mal 1, 2 Positionen. Und man weiß, ob man die mal eben so wiederholt. Wir sehen ja, wie sie hier hintereinander herfahren. Und ja, nicht eben mal so vorbeikommen. Haben sich so ein bisschen gefunden, die pace-technisch ähnlich unterwegs sind. Vereinzelt natürlich noch Leute, die da wieder was aufzuholen haben. So, Hofmann holt er sich jetzt hier den Langhorst. Nee, Langhorst ist jetzt hier vor Hofmann. Ach so.
Also auch da nochmal eine sehr, sehr spannende Sache. Beide müssen ja nochmal in die Box kommen. Mal gucken, ob vielleicht jetzt einer reinfährt. Kann man sich ja, ja auch überlegen. Komme ich nicht vorbei, dann gehe ich vielleicht schon mal rein. Ja, lustigerweise geht Langhorst jetzt rein. Weiß nicht, ob er da ja vielleicht auch Schaden hat von irgendwas oder ob er sich denkt, ja, ich gehe erstmal rein. Guck mal, dass ich mit freier Fahrt vielleicht wieder rauskomme. Ihr bleibt mal auf jeden Fall noch draußen auf der 4 und auf der 5. Wir haben uns mal wieder einen Tick rangekommen an Berggold. Aber wir reden hier wirklich nur von Zehntel Unterschied. Mal 1,2 Sekunden ganz vorne. Können wir mal kurz ins Bild holen. Hier sehen wir Stefan Mons, der hier ja immer noch Hoffnung natürlich hat auf den Sieg. Und die darf er natürlich noch weiterhin haben. Hälfte des Rennens hat er noch gut vor sich. Und Lukas Berggold kann auch mal einen Fehler machen. Oder, ja, sei es auch in der Boxengasse oder auf der Strecke. Platz 29 bekommt hier gerade die Lichthupe. Macht hier aber richtig, richtig gut Platz. Das ist Sandro Conradi, der ja auch von relativ weit vorne gestartet war. Und am Anfang einen Unfall hatte. Und jetzt hier leider nur noch da hinten fährt. Im Moment zumindest. Wie gesagt, das ist einer der Piloten, der noch ein bisschen was aufzuholen hat hier. So, bleiben wir ganz kurz drauf. Schauen wir mal, ob da einer in die Box reinfährt hier. Ja, Mons ist jetzt eine Sekunde dran. So, Berggold bleibt draußen. Mons, glaube ich, bleibt auch erstmal draußen. Ja, ein bisschen Windschatten vielleicht, aber ich denke mal, das wird bei Weitem nicht reichen, um da gefährlich zu werden. Deswegen gehen wir mal hier hin. Danny Anwan gegen Götz. Ne, Götz ist da vor der Lexus. Kleefeld, das ist hier der Lamborghini. Und da ist noch der BMW. Mit der 52. Ach, das ist ja Danny Anwan. Ich bin blöd. Aber davor der BMW Lexus geht rein. Das müsste aber eine Überrundung sein. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Platz 32, genau. Das ist der Marussana. Also, jetzt geht es hier an eine Überrundung mit dem Zweikampf. Auch immer sehr, sehr spannend. BMW lässt da wunderbar Platz auf der Innenseite. Gut mitgespielt von Marussana. Der mischt sich da nicht in den Zweikampf ein. Und der BMW bleibt auch erstmal vorne. Der Lambo konnte noch nicht so ganz profitieren. 0,4 Sekunden ist er weiterhin dran. Eine Position gewonnen. Genauso wie Danny Anwand. Die sind also zusammen. Ja, einen Tick nach vorne gekommen. Gucken wir mal, wie es im Laufe des Rennens weitergeht. Wir gucken vorne, ob Berggold da doch nochmal unter Bedrängnis gerät, bevor es in die Boxenstopp oder zum Boxenstopp geht hier. Abstand wird tatsächlich kleiner. Wir können mal den Zeitenvergleich der letzten drei Runden machen. Ja, vorletzte Runde hat er eine ganze Sekunde verloren. Ist die Frage, war das ein Fahrfehler? Hat er vielleicht ja, beim Überrunden irgendwo Zeit verloren? Ansonsten letzte Runde relativ ähnlich, auch vor drei Runden. Da war Berggold ein Tick schneller hier. Also bleibt zumindest, was das angeht, relativ spannend. Auch wenn das Rest des Feldes da nichts mitzureden hat, muss man gestehen. Daniel Arling dahinter, 10 Sekunden und er hat ja freie Fahrt. Der hat keinen Druck von hinten. Der könnte also so gesehen auf jeden Fall ja, seine Pace fahren. Oder tut er, denke ich, ja auch mal hier auf der 3. Aber kommt da auch nicht so ganz mit. So, Käse hat er sich gerade den nächsten geholt. Den Hustler hat er sich hier geholt. Wir gucken mal kurz ins Replay rein. Ja, da ist der AMG vorbei am Audi auf der Innenseite. So, bleiben wir kurz drauf. Hustler ist direkt dran. Mal sehen, ob er hier besser rauskommt. Ja, Windschatten geht er nicht. Mal gucken, ob der AMG dazu machen kann. Jetzt geht der Audi auf die Innenseite. Ja, das könnte vielleicht ein kleiner Fehler vom AMG gewesen sein, da auf die rechte Seite zu gehen. Denn jetzt, ja, war die Tür offen. Allerdings kann er jetzt hier vielleicht den Switch machen, den Switchback machen. Zu zweit geht es nicht ganz durch hier. Und der AMG bleibt am Ende doch vorne. Ja, aber wenn der Audi da nicht überschossen hätte, dann wäre der wohl vorbeigegangen. Also eine gute Option wäre vielleicht gewesen, für den AMG auf der linken Seite zu bleiben, zum Verteidigen, um da den Weg richtig schön weit zu machen für den Audi. Aber am Ende hat es ja gereicht. Im Moment, jetzt überschießt er leicht die Schikane. Oh, jetzt geht er ein bisschen raus. Auch da kann man sich mal einen Cut holen. Geht hier ein bisschen weit, muss hier die Tür etwas auflassen. Kommt da zu weit raus. Hoffentlich verliert das Auto nicht. Alles gut gegangen. Und damit Hustler jetzt hier vorbeigezogen auf die 21. Also das war ein Hin und Her hier im letzten Abschnitt gerade bei den beiden. Sehr, sehr schön zu beobachten. So, Kleefeld, Anwand. 9 und 10 haben wir hier. Ah, die Boxenstopps. So, gehen so langsam ihren Weg. Nächst drin, Busch ist drin, Apel Tower ist drin. Platz 21, 22 sind das. Und dahinter waren auch schon alle drin. So, Nächst müsste nämlich gerade rauskommen. Jawohl, mit freier Fahrt hier. Wir gehen jetzt kurz zu Guerra rüber. Auf die 8. Position, der bestplatzierte Audi im Moment. Jagt hier Falk Moritz. Schauen wir doch mal hinten raus hier. Auch ewig lange Kurve hier gefühlt, die Rechtskurve.
Muss man auch wissen, ob man hier mal ordentlich aufs Gas gehen kann, um den Schwung mal kurz mitzunehmen auf die kleine Gerade. Und dann geht es hier ein bisschen wieder den Hügel runter Richtung Schikane. Ah, okay, hat sich gerade erledigt, wie wir sehen. Helder Guerra kommt jetzt rein. Und auch Stefan Mons kommt rein. Er fährt also als erstes rein von den beiden. Lukas Berko bleibt nochmal weiter draußen. Mal gucken, wie lange. Ich denke mal, der wird auch innerhalb der nächsten 1, 2, 3 Runden reinkommen. So, was war Apple Tower los? Achso, der kommt aus der Box. Eieiei, mitten in so einer Gruppe. Ausburg geht, Hausinger geht da vorbei. Apple Tower direkt dahinter. Mal gucken, ob Zahner da jetzt auch noch vorbeikommt. Ne, das ist Butch, sorry. Das war keine direkte Position. Das ist der BMW hier, der M6 davor. Ist keine Position. Aber hier Zahner trotzdem nicht weit weg. Und er hat 18 Sekunden Vorsprung vor Daniel Pei. So, Apple Tower macht hier mal ein bisschen Platz. Zahner geht damit durch. Ja, das ist natürlich ein bisschen Pech gewesen. Hat da die Überrundung vorbeigelassen und damit auch Zahner vorbeigezogen. Aber hier geht es vielleicht doch nochmal wieder vorbei am BMW. Der ist nämlich jetzt hier auf der Innenseite. Stefan Mons kommt jetzt gerade aus der Box. Wir bleiben aber mal kurz hier und gucken, ob der Porsche außenrum sich doch nochmal durchsetzen kann. Zu zweit geht es gleich Richtung Wildkurve. Ja, leichter Vorteil für den BMW mit dem kleinen Linksknick. Und der BMW bleibt erstmal vorne. Also weiter ein schöner Zweikampf hier. So, Andersen kommt aus der Box. Was macht Berggold? Der kommt eine Runde später rein. Also schauen wir mal, ob er hier seinen Boxenstopp gut über die Bühne bringt. Mons Standzeit 34,5. Ja, geht ein Tick besser, 1-2 Sekunden. Aber schauen wir mal, Lukas Berggold muss ja auch erstmal einen guten Boxenstopp absolvieren. Daniel Hofmann kommt raus. So, Konradi gerade vorbei am Mahoui. Das ist hier der Audi im Hintergrund. Der war aber noch nicht in der Box drin. Also das war ohnehin keine, ja, direkte Position sozusagen. Und Konradi wohl auch ein Tick schneller. Immer noch mit 29 Positionsverlusten. Ja, wir sehen vor ihm ganz, ganz viele Positionen bis Platz 14. Waren schon in der Box. Also so viel wird er wohl auch nicht mehr aufholen können. Sehr, sehr schade für ihn. Zweites Rennen, was er hier mitfährt. Und da, ja, läuft sich so gut. So, Hassler kommt raus auf der 25. Käser kommt raus auf der 28. Wo ist Berggold? Da bewegt er sich. Da kommen wir pünktlich. Dann gehen wir mal in die Helicam. Schau mal, wo kommt der Porsche von Mons angefahren? Noch sehen wir ihn nicht. Noch sehen wir ihn nicht. Wo ist er denn? Oh, der ist erst in der letzten Kurve hier. Das müsste ja mal locker für Berggold reichen, hier auf der ersten Position zu bleiben. Schauen wir mal, was der Abstand gleich sagt. Jetzt kann er hier aus Gas gehen. Gucken mal, wo ist Mons jetzt? Der geht jetzt gerade an der Boxengasse vorbei. Da ist er. Also mal locker, locker gereicht hier. Berggold war auch entsprechend 2 Sekunden schneller in der Boxengasse. Und das hat ihm da entscheidenden Abstand gegeben. 2 Sekunden. Also, ja, sozusagen verdoppelt den Abstand zum Vergleich zur Situation vor dem Boxenstopp. Also, da wurde es nicht enger. Haben wir keinen Positionswechsel gesehen. Hier sehen wir gerade diverse Fahrzeuge aus der Box kommen. Falken Moritz müsste rauskommen. Ah, der kommt auch hier mitten, ja, im Positionskampf raus. Da gehen jetzt Götz Guerra vorbei. Da ordnet sich er sich auch erstmal ein. Klefeld dahinter, 3 Sekunden. Kommt auch gerade da um die Ecke. Anwand dahinter. Also die finden sich alle wieder. Und die Boxenstopps sind schon fast durch, muss man sagen. Pierre Brückner, noch gar nicht so viel gesehen. Aktuell auf der 1 muss doch rein. Michael Haaf muss rein. Und dann haben wir noch Mario Elderly hier auf der 4, der noch rein muss. Ansonsten alle schon bereits in der Boxengasse gewesen. Also keiner, der jetzt wirklich lange draußen geblieben ist. So, dann gehen wir mal zum Mons rüber. Der macht jetzt hier Lichthupe, denn er weiß, der vor ihm muss nochmal reinkommen. Michael Haaf kommt jetzt auch zum Boxenstopp. Der wird jetzt hier womöglich vorbeigelassen. Mal gucken, ob der Mario da mitspielt. Ob er das auf dem Schirm hat. Hat er, wunderbar. Lässt hier Platz auf der Innenseite. Mons jetzt vorbeigekommen. Sollte nicht so viel Zeit gekostet haben. Ja, jetzt ist der Abstand hier auf guten, ja, 4 bis 5 Sekunden angeschwollen. Das ist ziemlich viel. Also Lukas Berggold hier ist selbst in der Hand, sich das nächste Podium, das 6. Podium in Folge zu holen und damit auch den Abstand in der Gesamtwertung gegenüber Stefan Mons ein bisschen auszubauen. Aktuell sind es 12 Punkte. Ja, Platz 1 gibt 36 Punkte. Platz 2 müssten, glaube ich, 33 sein, wenn ich mich nicht täusche. Also würde da mindestens 3 Punkte gut machen. Schnellste Runde gibt es auch nochmal einen Punkt. Das hat aber auch Lukas Berggold. Also könnte nochmal einen weiteren Punkt gut machen. Und wenn du so dicht an dicht fährst in der Meisterschaft, da ist wirklich jeder Punkt wichtig. Das summiert sich am Ende natürlich. Also sehr, sehr gutes Rennen von Lukas Berggold. Wir gehen zu Danny Anwand rüber. Mal gucken, der hat gerade eine Klefeld vor sich.
Nick Kleefelds Teamkollege ist gerade in der Box, ist mit dem Boxenstopp fertig und kommt dann, schauen wir mal, gleich hier raus auf der 15, 16, 17, irgendwo den Dreh rum. Dann gucken wir mal, ob Jan Butch noch vorbeigeht. Der geht gerade vorbei. Alex Cruz, wo ist der gerade? Der ist noch hier relativ am Anfang der Geraden, damit Michael Haaf jetzt hier auf der 16 unterwegs. Insgesamt also eine Position gewonnen. So, das Boxenstoppschild scheint da hinten zu liegen, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder irgendein anderes Schild jedenfalls. Also etwas randaliert wurde hier auch schon auf der Strecke. Wir gucken mal zu Jakob Hausinger. Da ging es auch ganz gut nach vorne. Zwei Positionen und Oliver Braun und Kevin Hassler hat auch noch direkt vor sich. Mal gucken, was da so geht. So, zwei Autos fehlen uns nur noch. Das heißt, was wir hier sehen, ist alles Boxenstopp bereinigt, was die Positionskämpfe angeht. So, schauen wir mal, kann der McLaren schon angreifen? Er guckt. Ist immer die Frage, sticht man rein oder nicht? Aber da war wohl noch ein Tick zu weit weg, als dass er da sich getraut hätte reinzugehen. Damit bleibt er erstmal hier hinter dem McLaren. Da hätte er eine ähnliche Situation zwischen Marius Sana und Peter Buchholz. Da gucken wir nochmal, ist das denn auch klassenintern? Jawohl, beides hier in der Bronzeklasse unterwegs. Aber da wird es auch nochmal ordentlich Zweikämpfe geben, womöglich. So, SG30 aufgehoben von der 54, sehe ich gerade. So, ist sie denn? Ah, Philipp Apeltauer war das hier, der Porsche, den wir vorhin in der Gruppe gesehen hatten. Der hat sich leider eine SG30 eingehandelt. Ja, womöglich zu schnell in der Box gewesen und damit jetzt nur noch auf der 35 unterwegs. 17 Sekunden zu Mahui, der aber noch reinkommen muss. Und dann Conradi, ja, der ein bisschen schneller sein dürfte. Da wird also jetzt erstmal nicht viel zu holen sein. Sehr, sehr schade für ihn. Aber ja, bleibt leider nicht ganz aus mit den Strafen heute. So, Brückner Eldery kommen rein. Damit sind die Boxenstopps gleich soweit beendet. Sehr schön. Also haben wir noch 23 Minuten auf der Uhr hier. Haben also noch ein Drittel der Renndistanz vor uns. Sonne kommt so ein bisschen raus oder ist inzwischen ein bisschen rausgekommen. Daher auch ein Tick wärmer geworden, die Strecke. Aber Regen bleibt uns heute aus Sicht der Fahrer, zumindest aus der Sicht der meisten Fahrer, erstmal erspart. Erspart bleibt uns aber nicht der Zweikampf hier. Hofmann an Langenhorst womöglich vorbeigegangen oder verteidigt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Gavicek dahinter. Der dürfte auch nochmal gefährlich werden. Der ja, Fahrer, der in der Goldklasse unterwegs ist. Also tendenziell schneller als vielleicht die beiden Silberplaketten vor ihm. Aber auch da gibt es natürlich schwimmende Übergänge. So, Eldery kommt jetzt raus aus seinem, oder von seinem Boxenstopp. Kommt da hinter Hausinger raus, der da gerade den McLaren wieder angegriffen hat. Eieiei, also da haben wir nochmal eine schöne Gruppe. Kevin Hassler auf der 23. Bin gespannt, ob er sich da absetzen kann. Ansonsten haben wir dahinter nochmal locker zwei, drei Fahrzeuge, die da um Position kämpfen. Also, wird nicht langweilig werden. Dahinter haben wir noch Buchholz, der ist noch dran an Zahner. Dahinter ist nicht ganz so viel los im Moment zumindest. Dani Pei auf der 30. Dominik Freitag dahinter und dahinter nochmal Peter Lindner. So, fastest Lap von Stefan Mons, 43,4. Starke, starke Runde hier in der Rennpace. Dann gehen wir nach vorne. Andersen, der war da vorhin noch an Patrick Schröter dran. Jetzt ist Chris Haier davor gerutscht. Kommt das hin? Ja, Andersen nämlich 36 Sekunden Standzeit und Chris Haier 33. 3 Sekunden Unterschied zwischen den beiden Teamkollegen, wo es mal gerade richtig heiß hergeht. Da möchte Andersen natürlich die alte Reihenfolge herstellen. Sehen wir hier mit den blauen Akzenten und die gelben Akzente sind von Chris Haier. Ja, Schröter wird's freuen. Der hat ihn von ganzer Zeit im Nacken. Jetzt hat der da auf der vierten Position 3 Sekunden Vorsprung erstmal. Also etwas Ruhe. Die ersten beiden 12 Sekunden weg von Arning. Und wir sehen Mons. Ja, einen Tick rangekommen durch die schnellste Runde auch. 43,4 war es ja. Halbe Sekunde schneller als Lukas Berggolds schnellste Runde diesen Stint. Also mal gucken, die 4 Sekunden. Ja, das ist ein hartes Stück Holz auf jeden Fall bei 20 Minuten. Und bei dem nicht allzu großen Pace-Unterschied. Also schöner Zweikampf 4 und 4 und 5. 5 und 6 vielmehr. Aber ja, wir gehen mal zu Langhorst. Da wird es nämlich spannender. Gavicek, der hat sich jetzt rangerobbt und der wird jetzt von hinten Druck machen. Der wird alles dafür tun, zumindest wieder ein bisschen nach vorne zu kommen. Nach seinem ja, Startunfall, wie auch immer der da geschehen ist, haben wir ja nicht ganz gesehen. Der Honda dreht sich da leicht weg. Gab es da vielleicht eine kleine Berührung mit dem Audi-Piloten? Gavicek jetzt hier innen. Ist es schon den beiden Fahrzeugen? Da ist wenig Platz. Da gibt es eine leichte Berührung mit dem Honda. Auch der Audi rutscht da leicht weg. Gavicek geht da jetzt aber wahrscheinlich an beiden vorbei. Das war sehr, sehr optimistisch, muss man sagen. Ah, vielleicht auch ein Tick zu spät gebremst, wir wissen es nicht genau. Wird den Audi jetzt hier auf jeden Fall hinter sich halten können. Hier auf der rechten Seite hat er da keine großen Möglichkeiten vorbeizugehen. Benedikt damit auf die 17 gegangen und Daniel auf die 18 und Alex auf die 19. Ja, aber alle oder die beiden zumindest hier Position nach vorne gekommen.
So, schauen wir mal. Gabi-Check jetzt 3,5 Sekunden hinter Alex Cruz. Das ist ja der Audi, dazwischen noch der 34er Porsche, der sich leider eine Strafe 54er eine Strafe eingehandelt hatte, da er hier mittendrin im Überrundungsverkehr. So, bin gespannt, was die beiden Teamkollegen hier jetzt machen. Da hast du natürlich auch nicht so Lust drauf, dass sich da die Teamkollegen gegenseitig in die Bredouille bringen. Nehmen sich gleich ein bisschen Zeit. Naja, mal gucken, ob da einer schneller kann oder nicht, wenn die gleich schnell sind. Ja, muss man vielleicht irgendwie probieren, zusammen ein bisschen nach vorne zu kommen. Das sagt sich immer so einfach. Aber wäre natürlich eine Möglichkeit, Patrick Schröter dann vielleicht mal in die Mangel zu nehmen. Dann ganz oben haben wir ihn noch da unten jetzt gesehen. Also der wird das da sicherlich mit Interesse beobachten, was die beiden Teamkollegen hinter ihm machen, ob die dann näher kommen, ob der Abstand gleich bleibt oder er da sogar wegziehen kann. Wir gehen mal wieder zu Hausinger. Immer auch an Oliver Braun dran. Also keine Teammates mehr. Achso. Von der Livery her aber schon. So, Hausinger, ja, da könnte es vielleicht nochmal reichen. Macht auf jeden Fall sehr, sehr gut Druck, wie wir hier sehen können. Ja gut, dann ist es ja nicht ganz so problematisch da vorne. So, fahren wir mal bei Hausinger mit. Oh, wo ist denn der Knopf? Da ist er. So, Gabi-Check hat man von gesehen auf der 17. Der kommt da so ein bisschen von Hofmann weg. Langhorst dahinter nochmal 2 Sekunden, also ist Dreier gespannt. Scheint sich da etwas aufzulösen aktuell. Aber hier sind wir ja gut dabei. Peter Lindner schon wieder in der Box. Eieiei, es riecht schon wieder nach Strafe. Eine DT hat er ja schon gehabt. Oder er stellt ab, kann auch wiederum sein. So, schön, schöne kleine Gruppe, die wir sehen. Aber woanders braut sich auch so ein bisschen was zusammen, nämlich hier um Platz 12. Da sehen wir nämlich Götz auf der 8. Position. Also hier der Lexus ist Platz 12. Das ist der BMW von Danny Anwand. Alles, ja, so 1 bis 2 Sekunden vielleicht auseinander. Hier sieht man es wunderbar im Bildausschnitt. Also da kann auch nochmal was passieren, jetzt gleich in der letzten Viertelstunde. So, ich guck mal kurz. Peter Lindner, na, steht schon bald seit 3 Minuten in der Box. Ich glaube, der fährt wohl nicht mehr raus. Damit haben wir auf jeden Fall noch 36 Fahrzeuge, die auf der Strecke unterwegs sind. Also noch keiner runtergegangen, wirklich. Okay, mit der gelben Flagge. Was haben wir da verpasst? Gelbe Flaggen haben wir tatsächlich relativ wenig, abgesehen von der Startphase. Aber im Laufe des Rennens hat sich das doch ganz gut in Gänzen gehalten. So, Detlef Gelb hier ohne Bedrängnis. Kurve 1. Ah, hier irgendwo das Auto verloren, vielleicht auf dem Curb oder so weggerutscht. Ah, ein bisschen Oversteer aus Kurve 2 raus und dann nochmal einen kleinen Gegenpendler bekommen. Aber hier geht es zumindest mal nicht in die Wand rein. Aber Hassler geht jetzt auch noch vorbei. Ist auf der 23 unterwegs, wie wir gerade sehen, direkt hinter dem Audi-Piloten. Ja, nach seinem kleinen Dreher im letzten Abschnitt hat er wieder richtig was aufholen können. Inzwischen schon wieder 4 Positionen nach vorne gekommen. Also der ist gar nicht mal so schlecht unterwegs hier. Zumindest im Mittelfeld. Ja, hat er jetzt erstmal ganz, ganz viele Autos hinter sich. Seine Aufgabe wird sein, da wegzufahren. 11 Sekunden zu Matthias Weggel, der hier ja, etwas einsam fährt sozusagen. Wo sich hat er noch Wolfgang Busch hier, den Honda-Piloten. Aber sonst fahren die hier ihr Rennen aktuell ja, vor sich hin. So, Anderson. Haben nicht Teamkollegen dran. Hat noch keinen Weg vorbeigefunden. So, vorne Lukas Berghold. Also die 4 Sekunden, die halten sich in etwa. Das ist ein gutes Zeichen für ihn. Viertelstunde hat er jetzt noch. Stefan Mons auf der 2. Der hat da keine großen Chancen anscheinend gehabt, heute aus eigener Kraft da auf die 1 zu gehen. Aber trotzdem, ja, immer vorne mit dabei. Es war sehr frustrierend. Du hast ständig den direkten Konkurrenten vor dir. Und der jedes Mal schnappt er dir, oder was heißt jedes Mal, aber öfters schnappt er dir mal die Punkte weg vor der Nase. Ja, aber die wechseln sich eigentlich ab. Also P1 wurde die ersten 4 Rennen sich mal abgewechselt. Erst Mons, dann Berghold, Mons, Berghold. Letztes Rennen hat ja Anderson gewonnen. Und jetzt gucken wir mal, ob sich Berghold ja wieder Position 1 holt und Mons Position 2. Ja, und wenn es so eng ist, dann macht natürlich die schnellste Runde auf Dauer auch mal einen Unterschied, weil es dafür einen Punkt gibt. Das war Buchholz los. Oh, der steht hier ganz, ganz ungünstig in der Schikane. Auch da vermute ich mal fast einen Fahrfehler, denn hier sehen wir keinen direkten Gegner um ihn rum. Also hat er da vielleicht das Auto verloren über einen Curb oder so. Wir schauen uns das Ganze gerade mal an.
zu schnell reinlaufen lassen und dann steht er hier. Motor ausgegangen oder ähnliches. Der hat sich relativ spät wieder bewegt hier. Ja, aber damit auf der 28 unterwegs. Detlef Kep gerade reingekommen. Hat er sich etwa noch eine Strafe geholt? Er war ja eigentlich schon in der Box. So, Apeldauer hatte eine Strafe, ist aber schon in der nächsten Position dran. Mahui ist das, der ja inzwischen auch drin war. Auch hier liegt ein Schild. Lag ein Schild. Mahui macht da Blinker rechts, wollte ihn jetzt vorbeilassen. Das sah sehr, sehr interessant aus. Leichte Missverständnisse hier, aber Apeltauer jetzt auf die 33 und damit auf seine Startposition gegangen. Mahui zwei Positionsgewinne. Ja, dürfte erstmal dabei bleiben. Jürgen Hofmann ist nämlich über eine halbe Minute weg. Also da ist jetzt erstmal keine akute Gefahr. Und hier ist, glaube ich, gerade der BMW vorbeigekommen. Jawohl, hier können wir uns das Ganze nochmal anschauen. Da hat Hausinger sich nämlich jetzt den Oliver Braun endlich mal geholt. Das hat auch einige Runden gedauert. Ja, und hier sehen wir auch, wie kleiner Fehler von McLaren Piloten verliert den Schwung und Jakob, der denkt sich, jetzt muss ich es probieren hier, so lange hinterher gewesen. Da ging es dann links vorbei, der Aston Martin von Elderly. Ja, der hatte auch mal kurz gehofft, aber hat dann nicht ganz gereicht. Hier sehen wir das Live-Bild wieder, der ist da erstmal hintergeblieben. So, was bei Kep los? Gucken wir gleich mal, ob er nochmal weiterfährt. So, vorne. Was tut sich denn hier so? Ja, Chris Heyer hat den Schröter leicht aufholen können. Wir gucken mal die letzten Runden an. Dann sehen wir, da wurden immer mal wieder Zehntel abgeknapst. Also Chris Heyer hier ist relativ konstant mit einer mittleren bis tiefen 44er unterwegs. Schröter, na, letzte Runde mal eine 45er dabei gewesen. Aber wir sehen, der Abstand wird kleiner. Dazwischen noch ein Porsche von Suicide Crew, der da überrundet wird gleich. Also vielleicht kriegen wir nochmal einen Dreikampf hier um Position 4. Patrick Schröter, der muss hier wirklich nochmal, ja, ordentlich in die Pedale treten, damit er sich Position 4 holt. Ich denke, viel weiter nach vorne. Ja, wird es, glaube ich, nicht gehen. Arning, der fährt hier auch tiefe 44er meistens. Also den wird er sich da nicht eben mal so holen können heute. Da gehen wir gleich nochmal hin. Kep und Hofmann jetzt beide in der Box. Ja, Kep steht jetzt auch schon 150 Sekunden. Und da ist, glaube ich, einer vom Server runter. Ich glaube, das müsste Lindner gewesen sein. Ja, AMG. So, langsam geht es in die Schlussphase rein. Die letzten, ja, gleich 13 Minuten sind es noch, wie es noch zu gehen geht. Ja, hier und da doch einige größere Lücken. Feld hat sich gut verteilt. Hat ein paar Strafen gegeben. Ein paar, die wohl abgestellt haben könnten. So mutmaßlich. Dann haben wir aber auch noch andere richtig schöne 2-3 Kämpfe. Bei Nick Liefeld ebenso. Der ist mittendrin im Geschehen. Falk Moritz hat er vor sich. Hinter sich hat er Danny Anwand. Ja, hier sehen wir zwei Goldplaketten gegen eine Silberplakette. Aber wie gesagt, die Grenzen sind ja relativ... oder überschneiden sich ganz gut. Also ein Silberfahrer kann durchaus gegen einen Goldfahrer fahren. Heißt ja nicht, dass man da automatisch vorbeilassen muss. Aber klar ist auch, ja, wenn man merkt, dahinter man ist doch vielleicht eine Sekunde schneller, muss man da nicht unbedingt gegenhalten. Aber gibt solche und solche Leute. Manche sagen auch, das ist meine Position. Wenn du schneller bist, dann fahr doch vorbei. Dann erkämpft sie dir auch. Aber ich denke mal, hier wird es erstmal dabei bleiben. BMW, Lambo und BMW schön im Dreier gespannt. Hier um den oder im Kampf um Platz 10. Chris Heyer jetzt wieder ein Tick weggekommen. Oder wie gesagt, Schröter hier Tick weggekommen von Heyer. 1, 2, 3 Zehntel aber auch nur. Also mal sehen, ob sich das nochmal zusammenrobbt da vorne. So, Mauro Sana, der macht gerade auf Dennis Keser Druck. Da sehen wir Bronze gegen Silber. Conradi, der macht sich gerade an Daniel Peil zu Gange, der dann ein bisschen wackelig aus der Kurve 2 rauskommt. Dementsprechend war die Innenseite auch, Daniel geht da etwas weit. Ja, ja, und damit ist die Position leider dahin. Auch hier jetzt klassenübergreifend sozusagen, oder wertungsklassenübergreifend, Conradi auf der 29. Ja, von dem wir heute sicherlich, ja, uns mehr gewünscht hätten. Oder er sich von sich selber natürlich auch 44-1 seine letzte Runde, seine schnellste Runde. Und damit jetzt nur einige Zehntel langsamer als ganz vorne sogar. Also für die Top 10 hätte es auf jeden Fall gereicht. Ist ja auch von der 5 gestartet. Also das ist jetzt nicht die Position, in der er sich sehen würde. So, Kleefeld. Kann er sich jetzt gegen die BMWs hier irgendwie durchsetzen? Eine Position hat er schon gewonnen. Mal gucken, ob er noch eine weitere gewinnt. Ah, Mons holt vor ein bisschen auf wieder. 3,5 Sekunden. Aber es kann Lukas Bergott sich leisten, mal hier und da ein paar Zehntel zu verlieren. Geht ja jetzt in die letzten 10 Minuten rein.
Und Stefan muss ja auch erstmal rankommen und dann vorbeigehen. Ganz zwei verschiedene Paar Schuhe ranfahren. Kann man mal machen, aber vorbeigehen ist da wieder was ganz anderes. Und ich denke mal, Lukas Berghold, wenn er sich keine Strafe holt, keinen großen Fahrfehler macht, dann wird das Ding wohl gebongt sein da vorne. So, wer bongt sich jetzt hier was? Mal gucken, ob man da am Porsche noch vorbeigeht. Ob man da auch schneller ist in diesem Dreiergespann, ist natürlich auch die Frage. Da nimmt man sich natürlich auch gerne mal ein bisschen Zeit. Ja, aber die 222 macht da richtig schön Platz. Dominik Freitag ist das auf der 31. Ja, da geht auch nicht mehr viel. Der hat nämlich 20 Sekunden nach vorne, 30 nach hinten. Der kann sich also auch leisten, hier mal eben an die Seite zu fahren. Denn er sieht hier, ja, drei Positionen, die ja direkt hintereinander sind. Lässt sich da oder will sich da nicht einmischen, lässt sie hier vorbeiziehen. Und jetzt schauen wir mal, ob Jeder Guerra, nein Quatsch, Falk Moritz, sich jetzt hier wehren muss. Geht schon so ein bisschen rechts rüber. Also er deutet schon mal an, dass er hier verteidigt. Und wir sehen auch, dass der Lambo da richtig gut rankommt. Mal sehen, geht er auf die Innenseite, Außenseite. Ja, Innenseite ist wahrscheinlich nicht ganz so viel Platz. Das könnte ziemlich eng werden. Außenseite reicht es aber auch noch nicht ganz. Oh, kommt jetzt in die Anwand vielleicht nochmal ran. Beziehungsweise daneben. Na, der schaut sich das Ganze mal an, ob da was für ihn abspringt. Oder abfällt vielmehr. Gavicek jetzt vorbei an Alex Cruz. Was ist bei Kesa los? Oh, ein bisschen weit gegangen vielleicht. Gucken wir mal beim AMG. Boah, hinter der BMW in der Dirty Air kriegt er nochmal einen leichten Quersteher gegen Pendler. Und dann ging es hier, ja, durch Schild ein bisschen ins Kies rein. Hat aber jetzt, glaube ich, keine Position verloren. Ne, nur Zeit. Bei Rossana. Ja, der ist 4 Sekunden jetzt weg da. Ja, 4, 5, 6 tut sich nicht so viel. Also Patrick Schröter, der sieht die beiden Autos hinter sich zwar immer mal wieder ein bisschen größer, aber nur in ganz minimalen Schritten. Also könnte es sein, dass es für ihn nochmal reicht hier in den letzten Minuten. Ja, aber dafür, dass wir fast eine Stunde hinter uns haben, haben wir ja ab Platz 8 bis Platz 12 eine enge Gruppe, vorne nochmal eine Dreiergruppe und da hinten ab Platz 22 ja auch nochmal eine recht enge Gruppe und dazwischen Abstände, ja, fast alles einstellig. Also da sehen wir ja, was wir im Qualifying auch gesehen haben, auch in der Rennpace nehmen die sich da, je nachdem wo man ist, nicht allzu viel ab gegenseitig. Sehr, sehr schön zu sehen. Auf jeden Fall mal spannender, als wenn da ja alle eine halbe Sekunde Unterschied hätten. Aber gut, sind auch viele, viele Fahrer gemeldet in der Serie, sind auch für gewöhnlich viele dabei. Heute waren wir auch schon wieder fast bei den 40 Fahrern, wo wir doch immer mal wieder landen, je nach Strecke und ja, je nach Tag auch natürlich. Also von daher kriegen wir immer ganz gute Action zu sehen. Ja, Strafen haben wir jetzt, glaube ich, 4, 5, 6 Stück gehabt um den Dreh rum. Ein paar SG30, ein paar DTs waren dabei. Hat sich doch ganz gut in Grenzen gehalten. Bin gespannt, ob wir vielleicht noch eine kriegen gegen Ende. Denn wer weiß, wer hier vielleicht schon mit 3 Cuts rumfährt nach einer Stunde. Wir gehen mal kurz zu Sandro rüber. Der überholt gerade Buchholz. Auch das keine große Gegenwehr hier. Also da gewinnt er nochmal eine Position. Jetzt hat er 13 Sekunden auf Dennis Kesa. Ob das noch was wird, bin mir nicht ganz sicher. Ist was schneller, einige, ja, doch Sekunden kann man fast sagen, 1,5 Sekunden. Zumindest was die beiden schnellsten Runden beider Piloten angeht. Aber ich denke, so viel weiter nach vorne wird es für die 333 heute dann doch nicht mehr gehen. So, Falk Moritz inbegriffen, sich Helder Guerra nochmal zu schnappen. Ja, und der Lexus da vorne kommt nicht weg, der Jason Goertz, der hat freie Fahrt, 8 Sekunden nach vorne. Auf der Karte sieht man, sie fast komplette Gerade hat er für sich da jetzt vor sich frei. Also der könnte da wegfahren, wenn er, ja, wollte, wenn er könnte sozusagen. Der hat wahrscheinlich auch alle Hände voll zu tun, sich da zu halten. Hofft immer wieder auf die Angriffe der hinterfahrenden Fahrzeuge. Die nehmen sich dann natürlich die Zeit, sind nämlich 4 Stück an der Zahl. Und da haben wir auch gesehen, Falk Moritz, der hat sich schon mal bemerkbar gemacht gegenüber Guerra. Ja, 6,5 Minuten noch. Sind noch so, was sind das? 4 Runden ungefähr. Führende gerade in der 3. Kurve unterwegs. Ja, also so langsam muss man da nochmal vielleicht einen Angriff setzen, wenn man unbedingt vorbei möchte. Natürlich da nicht unbedingt mit der letzten Brechstange, aber vielleicht nochmal einen Tick mehr Risiko eingehen. Mal gucken, ob man da vielleicht doch nochmal vorbeikommt. Aber läuft natürlich Gefahr, dass man sich das Rennen hier kurz vor Ende doch nochmal versaut, wenn es dann doch nicht funktioniert. So, Startziel gerade sind wir. Auto ist ganz gut aufgereiht. Windschatten, na, wird nicht so viel helfen gerade, wie wir sehen. Wird also in der Reihenfolge auch in die ersten Kurvenkombinationen reingehen. Ja, Falk Moritz macht gut Druck. Wollte gerade zu Jakob Hausinger rübergehen. Der ist nämlich auf der 23 auch nochmal in einem Dreierkampf verwickelt. Hier sehen wir es. Da hat nämlich Kevin Hassler vor sich und Imaro Elderly dahinter. So, Mahoui da unten wird gerade angeblinkt. Der türkisfarbene Audi, der da überrundet wird.
Er macht da schön Platz, geht sogar auf die Bremse. Also auch er lässt hier die drei Autos mal eben vorbei. Die können sich da auf jeden Fall mal nicht beschweren. Ja, dahinter passiert nichts mehr soweit. Ihr seht es da ja an den Abständen, das sollte halbwegs so bleiben. Damit haben wir hier den Dreikampf und dann diese Gruppe um Platz 10 rum. Ja, Chris Heyer ja jetzt doch nochmal ein Schröter rangekommen, sehe ich gerade. Ja, ja, da wird es doch nochmal interessant. Also Schröter, ja, fürs Podium reizt sich ganz heute. Aber Platz 4 wäre sicherlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Schau mal kurz nach. Der war... Beste Platzierung war Platz 5, wie ich gerade sehe, auf Watkins Glen vor letztes Rennen. Also Platz 4 wäre nochmal eine Steigerung. Auch immer konstant in den Top 10 unterwegs. Also auch heute hier wieder gut mit Punkten bestückt. Wenn er das dann nach Hause bringt, ob Platz 4 oder Platz 5 oder Platz 6, denke, er wird trotzdem sehr, sehr zufrieden sein. Ist er hier von der 8 gestartet. Und ja, 4 Positionen nach vorne gekommen. Sieht also sehr, sehr gut aus. So, und in die Schikane geht es jetzt für die kleine Gruppe hier. Falk Moritz mittendrin. Also Platz 8 bis Platz 12 weiterhin. Dicht an dicht, Stoßstange, Stoßstange. Geht durch die letzte Kurve jetzt auf die Startzielgerade. Und auch die gehen jetzt in die letzten Runden rein. Mal sehen, wie viel haben wir noch? 4 Minuten noch auf der Uhr. Ja, 3 Runden oder sowas müssten das jetzt noch sein. Also schauen wir mal, was sich da noch so tut. Sehr schön zu sehen, dass es hier ja auch in den Punkten sehr, sehr eng zur Sache geht. Oh, jetzt wird es interessant. Röther hat da den Honda im Nacken und vor ihm ein BMW, der überrundet wird. Der blinkt aber auch schon rechts. Der wird hier auf der Innenseite jetzt Platz lassen oder auch nicht. Sah gerade so aus zumindest. Aber vielleicht war er auch einen Tick zu weit weg. Wir sehen aber, er blinkt rechts, fährt nach links. Auch sehr gut. Aber egal, Platz ist genügend auf der rechten Seite. Damit keine Beeinflussung des Zweikampfs hier. Also das wird doch mal richtig spannend für Patrick. Ob er das Ganze nach Hause schaukeln wird. Der hatte da jetzt seit dem Boxstopp doch ein bisschen Ruhe. Aber sie sind dahinter so ein bisschen rangekommen. Die beiden Nicht-Teamkollegen. Ja, Andersen jetzt auch schon 3 Sekunden weg. Da ganz hinten kommt er erst aus der Kurve raus. Also kann sein, dass er damit nichts mehr zu tun hat. In den letzten 2-3 Runden hier. So, noch so viele Zweikämpfe. Wir gucken ganz kurz ein bisschen durch. So, Anwand ist hier ganz hinten in dieser Gruppe. Brückner dahinter noch mit Jan Butch am Gange. Den M6, den haben wir im zweiten Set noch gar nicht groß gesehen. 7 Positionsgewinne zu verzeichnen. Also auch Jan wird hier sehr zufrieden sein mit dem Rennen. Guck nochmal, ob er den Pierre hinter sich halten kann. Ja, der ist auf seiner Startposition geblieben. Der hat sich nicht so viel getan. Ging wieder nach vorne oder nach hinten. Und dann haben wir hier hinten noch Hausinger, der jetzt gegen Mario die Position verloren haben müsste inzwischen. Das ist hier der Aston Martin. Und der bläst nochmal zur Attacke hier Richtung Kevin Hassler. Also hier geht's nochmal richtig dicht zur Sache oder richtig eng zur Sache. Dicht an dich geht es hier über die Strecke. Also da müssen wir gleich in der Zielanfahrt mal gucken, ob sich da nochmal was getan hat. Denn der Führende wird gleich in die letzte Runde einbiegen. Ist gerade im mittleren Sektor unterwegs. Nämlich irgendwo da im Hintergrund müsste er sein. Ja, da oben sehen wir den Ferrari. Ja, ich weiß, ob er da im Dreier gespannt hier vorbeigeht. Ich denke mal eher nicht. Der sieht ja, die sind da im Dreikampf. Nach hinten hat er 4 Sekunden Rückstand. Ich könnte mir vorstellen, dass Lukas Bergholz sich dann jetzt, ja, daran fährt, aber nicht wirklich überrunden wird. Um da, ja, nicht vielleicht in ein Missverständnis zu geraten. Denn die drei haben wahrscheinlich eher ein Auge auf sich selber oder auf die direkten Gegner, als auf den Lukas Bergholz vielleicht, der da hinten annaht. Also da können wir mal gespannt sein. So, Oliver Braunkohls gelbe Flagge gehabt. Scheint aber nichts Wildes gewesen zu sein. So, Chris Heyer. Ja, ja, eine Runde muss er gleich noch überstehen. Der Patrick. So, Falk Moritz hier auf der Innenseite. Oh, wie geht das gut hier? BMW zieht doch nochmal zurück. Guerra war das nämlich hier, der Audi. So. Na, da geht es doch an Hausinger vorbei. Also Lukas Bergholz hält sich da nicht zurück. Beziehungsweise da hat Hausinger wahrscheinlich gesagt, hier fahr vorbei. Auch wenn er da sich aus dem Dreikampf sozusagen verabschiedet. Aber ich denke, wir gehen mal hier auf Platz 8 bis Platz 12. Guck mal, wie dicht das hier ist. Das sieht so aus, als wenn wir hier in Runde 1 wären. Aber nein, wir sind hier schon in Runde 33 jetzt. In der vorletzten Runde für die zumindest. Der erste ist ja jetzt schon über die Linie. Ist gerade in seiner letzten Runde unterwegs. Also die haben jetzt auch nochmal die letzten 4-5 Kilometer hier vor sich. Eine Minute noch auf der Uhr. Und ja, Götz, der muss mal schauen, dass er jetzt hier wegkommt. Letzte Runde noch übersteht, aber er hat noch ein viel, viel größeres Problem. Wir sehen hier, wie Falk Moritz da Druck macht. Und jetzt bin ich gespannt. Alles hier so dicht hintereinander. Mal gucken, wer hier den Windschatten gut ausnutzen kann und vielleicht rankommt. Wir sehen auf jeden Fall, Guerra kommt erstmal, ja, passt weg, muss man ja fast sagen. Oh, McLaren noch aus der Box kommen. Oder hat er nur vorbeigelassen? Egal.
Aber der BMW kann nicht angreifen, auch dahinter konnte Nick Liefeld nicht angreifen, Danny Anwan konnte ebenfalls nicht angreifen. Sehr, sehr spannend. Wir gucken hier kurz rein. Geht Kresaja nochmal auf die vierte Position, ist die Frage. Die müssten ja auch in der letzten Runde jetzt sein. So, Lukas Bergold gerade in der Haarnadelkurve. 4,5 Sekunden Vorsprung. Gehen wir gleich nach vorne. Oh, jetzt hat es da hinten einige Wechsel gegeben. Laut Anzeige, wir schauen mal kurz rein. Guerra Moritz scheint beide Positionen verloren zu haben. Ja, Moritz fährt hier so ein bisschen im Audi rein auf der Innenseite gegen Kleefeld und Anwan vorbei. Also das ist natürlich ganz, ganz bitter für die beiden. Kleiner Kontakt und beide jetzt die Position verloren. Beide werden nicht glücklich sein. So, Lukas Bergold wird glücklich sein. Der holt sich nämlich jetzt hier das sechste Podium, den dritten Sieg. Und damit wird er auf jeden Fall Erster in der Gesamtwertung bleiben. Souveränes Rennen, keine Fehler gemacht. Stefan Mons war im ersten Stint nochmal dran, aber zweiten Stint dann nach dem Boxstopp keine großen Chancen mehr gehabt. Daniel Arning, ja auch sehr, sehr unauffälliges Rennen. Ich glaube, der hat auch keine großen Zweikämpfe hier auf der dritten Position. Holt sich hier, verdient das Podium, ist ja auch von der 3 gestartet. Und Patrick Schröter, der wird auch froh sein, der sieht nämlich jetzt die Zielflagge und weiß, Position 4 habe ich jetzt hier verteidigen können. Ich glaube, ein, zwei Runden weiter, dann wäre es nochmal richtig knapp geworden. Chris Heyer dahinter, Daniel Andersen haben wir auf der 6, Dirk Nees auf der 7 dann wahrscheinlich. Götz wird hier 8er werden und dahinter, wie gesagt, Kleefeld und Anwand haben nochmal profitiert, weil Guerra und Falk Moritz aneinander geraten sind. Da hat sich dann danach aber auch nichts mehr getan. Auch Jan Butt mit seinem M6 geht auf die 13. Ja, von der 20 gestartet. Ganz, ganz starkes Rennen hier. Hier Brückner aus seiner Startposition. So, wir gucken nochmal ganz kurz hier. Das ist so ziemlich der letzte Zweikampf, der noch ausgefochten wird. Eldery gegen Hasslerhausinger, der dadurch die Überrundung ja ein bisschen Anschluss verloren hat. Kann sich nur anschauen, wie Mario Eldery jetzt hier auf der Außenseite probiert vorbeizugehen, beziehungsweise mehr Schwung auf die Gerade raufnimmt. Oha, jetzt bleibt der Audi wahrscheinlich innen, oder? Na, nee, doch nicht. Aston Martin kann jetzt auf die Innenseite gehen. Reicht aber wohl nicht, um sich daneben zu setzen. Also hier schauen wir mal, ob sie noch was tut. Aber ich nehme auch mal an, dass Hassler hier auf der 22, Ellery 23. wird. Hausinger, ja okay, der ist ja schon im Ziel. Da war ja Bergott vorbeigegangen. Der wird da auch nichts mehr ausrichten können. Also begleiten wir die beiden noch. Das sind nämlich die letzten beiden Fahrzeuge, die noch auf der Strecke aktiv unterwegs sind im Rennen. Aber wenn es jetzt hier nicht total daneben geht, dann wird sich Kevin Hassler ja zumindest Position 22 holen. Es ging etwas nach vorne. Hätte sich wahrscheinlich noch mehr Position gewünscht, da nach seinem kleinen Ausritt. Auch der Mario mit 4 Positionsgewinn über die Linie auf der 23 hat es über sich oder hinter sich gebracht. Damit haben wir ein Auto nur verloren. Alle anderen, zumindest auf dem Server 35, sind aber aktiv über die Ziellinie gefahren. Und wir, ja, springen ins Studio. Puh, so. Also, machen wir hier auf den Führenden gehen. Dann kriegen wir nochmal ein schönes Bild hier in den Hintergrund oder auch nicht. Warte mal. Na, wo ist er denn? Da, so. Haben wir ein schönes Abschlussbild hier. So, also haben wir es geschafft. War ein sehr, sehr schönes Rennen hier auf Barcelona. Das 6. Rennen bei der Hove Sprintserie. Wir sind seit 2 Wochen wieder dabei. Haben uns den Kalender hier angeschaut. Und dann gucken wir mal, ob wir da wieder ein schönes Rennen bekommen. Ob wir wieder ja, an die 40 Fahrzeuge haben. War auf jeden Fall, glaube ich, ja, kein langweiliges Rennen. Vorne, ja, war es zeitweise spannend, am Anfang zumindest. Dann hat es sich aber gut geregelt. Da haben wir ja diese Gruppe um Platz 10, war es, glaube ich, gesehen eben noch. Das war sehr, sehr schön anzusehen. Lief ja auch weitestgehend sauber. Am Start leider hat es 3, 4 Autos gleich mal getroffen. Ein paar Strafen gab es auch. Aber ich glaube, da haben wir schon schlimmere Rennen gesehen. Hier sehen wir gerade die ersten Positionen. Lukas Bergold, Stefan Mons, die kennen sich schon sehr, sehr gut. Und bin gespannt, ob wir dann nächstes Mal auch wieder ja, so schöne Rennen sehen werden. Jetzt schaue ich mal, ob ich euch noch irgendwo hin raide. Wollen wir da hingehen? Nee, da waren wir, glaube ich, schon. Warte mal. Oder wollen wir zum Führenden rübergehen? Ich weiß nicht, ob er nochmal fährt. Aber dann könnt ihr ihn nochmal persönlich Glückwünsche ausrichten. Dann starten wir mal den Raid hier. So. Ja, also wie gesagt, dann sehen wir uns, was Hove angeht, auf jeden Fall in 2 Wochen wieder am Donnerstag auf dem Kanal. Hier geht's, boah, mal gucken, ein paar Tagen weiter. Am Wochenende steht ja noch VEM an bei LFM, auf dem LFM-Kanal dann. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, für die Follows. Decke hat einen ganz guten Abend, wie gesagt. Würde mich freuen, wenn ihr nochmal kurz rüberkommt mit zu Lukas. Dann beglückwünschen wir ihn nochmal zum 3. Sieg dieser Season. Und dann wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.